Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier vor Ihnen sprechen zu können. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen in Wiesbaden, einer der schönsten Städte in Deutschland. Und ja, ich habe ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht. Ich komme aus dem Fach Medizin und die Geschichte mit der Impfpolitik hat mich da ziemlich aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Und ich musste dann dementsprechend reagieren und habe dementsprechend auch meine Maßnahmen getroffen. Und ich möchte Sie hinter die Kulissen schauen lassen, mit was ein Therapeut so konfrontiert wird, wenn er mit völlig neuen Krankheitsbildern konfrontiert wird. Weil Impfschäden existieren offiziell nicht. Impfschäden werden nicht erkannt von den Ärzten. Und dadurch, dass man sie überhaupt nicht einschätzen kann, ist es naheliegend, dass man sie auch nicht behandeln kann. Man möchte sie auch gar nicht behandeln. Deswegen stellt man sie ganz einfach in Abrede. Ja, wir sind hier im schönen Wiesbaden. Das ist der Bowling Green vor dem Kurhaus. Ein Bild mit blauem Himmel, das wir in den letzten Wochen, Monaten selten gesehen haben, oft mit weißen Streifen durchkreuzt. Auch das gehört zu der Politik, die unsere Gesundheit mitbestimmt. Ein paar geschichtliche Hintergründe zu Wiesbaden. Wurde zuerst 122 nach Christus als Aquae Matiacorum nach dem Stadt der Matiakern, einem germanischen Kattenstamm, erstmals erwähnt. Und Einhard, der Biograf des Karls des Großen, erwähnte 828 Visibade als früheste Überlieferung des Namens Wiesbaden. Gründungsdatum der Gemeinde von Wiesbaden stand noch nicht fest, jedoch wurde Delkenheim erstmalig im Jahr 1204 erwähnt in der Urkunde des Ritters Godefriedus de Delchenheim. Das heißt, wir sind hier in der Ursprungsgemeinde der Stadt Wiesbaden. Interessant, haben viele vielleicht noch gar nicht gewusst. Leben ist eigentlich einfach, aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen, hat Konfuzius gesagt. Mit der Medizin ist das genauso oder sogar ganz extrem. Die Wissenschaft oder die Medizin hat ihre Lehre sehr kompliziert gestaltet und sie versucht, diese Lehren so für sich zu vereinnahmen, dass da Menschen von außen keinen Einblick haben und dass sie nicht ja, die ganze Trickserei im Hintergrund sehen können. Und ich werde Ihnen da einiges heute darüber berichten. Das war mein Anfang als junger Assistenzarzt in der Uniklinik Gießen. Ich bin ausgebildeter Frauenarzt und Geburtshelfer. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, bin Jahrgang 1958, jawohl, ich bin 66 geworden vor kurzem, habe 1987 meine Zulassung als Arzt bekommen und habe über 35 Jahre gearbeitet in Krankenhäusern und in Praxen in verschiedenen Ländern und kann auch mit Stolz sagen, dass ich ein Bhakti-Schüler bin. Professor Bhakti war damals Professor Bhakti war Professor für Mikrobiologie in Gießen und ich kann Ihnen sagen, seine Vorlesungen waren voll und er war der Einzige, der sie voll gekriegt hat. Und das war immer sehr, sehr spannend, das haben wir uns alle nicht entgehen lassen. Und er ist sehr der Medizin verpflichtet und er ist ein großes Vorbild für uns und auch für seinen Einsatz für
eine gute Medizin und für die Freiheit in Menschen. Da können wir uns glücklich schätzen, diesen Mann aus Thailand bei uns haben zu dürfen und dass der sich auch bei uns so wohlgefühlt hat bis vor kurzer Zeit. Ich bin nach dem Medizinstudium im Ausland gewesen. Ich war in den USA kurz, ich war in Chile kurz. Ich habe dann eine Facharztausbildung für Frauenheilkunde an der Uniklinik gemacht. Und als ich fertig war, hat mich mein Professor, Professor Künzel damals gefragt, Herr Rastogny, was wollen Sie denn werden? Wollen Sie Oberarzt und Professor werden? Dann habe ich gesagt, nein, Herr Professor, ich möchte nach Chile auswandern. Ich war damals mit meiner chilenischen Frau zusammen und eigentlich wollte ich nach Kanada. Aber Kanada, trotz bestandener kanadischer Medizinerprüfung, hat mich dann nicht genommen. Und so bin ich nach Chile gekommen und habe dort 10 Jahre gearbeitet. Als Arzt in Krankenhäusern, in Privatkliniken. Und ja, eine Familienzusammenführung hat mich dann wieder nach Deutschland zurückgebracht, nach 10 Jahren. Ich habe dann in Bingen die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe übernommen, habe dort Geburtshilfe und auch operative Gynäkologie betrieben und halt Schulmedizin. Hatte vorher aber schon Interesse für die Naturheilkunde, für die Akupunktur und habe eine Ausbildung an der Gesellschaft für praktische Akupunktur 1997 in Deutschland gemacht und habe das dann begleitend mit angewendet und fand es sehr spannend, als dann ein Vertreter zu mir in die Praxis kam in Bingen und fragte mich, ob ich eine Bioresonanzausbildung machen wollte. Und ich sagte, ja, ich habe schon mal davon gehört, soll ganz interessant sein, aber im Augenblick habe ich keine Zeit, weil ich eben diese Stelle neu angetreten habe. Kommen Sie in einem halben Jahr wieder. Nein, nach einem halben Jahr kam der wieder. Ich hatte ihn schon längst vergessen gehabt und dann habe ich gesagt, okay, wo findet der Kurs statt? In München. Aha, da habe ich einen guten Freund, den wollte ich schon immer besuchen. Und dann bin ich nach München und habe den Freund besucht und nebenbei mache ich diesen Kurs mit. So fing das damals an. Und als der Kurs lief, da stand vorne ein Heilpraktiker und 50 Ärzte hörten ihm zu, wie man Medizin macht. Da habe ich schon gedacht, ich bin hier im falschen Film. Und dann hat er auch noch mit einem Pendel herumhantiert. Da habe ich gesagt, jetzt gehst du aber nach Hause. Das geht ja gar nicht. Und man hat mir dann das Pendel in die Hand gedrückt und kurioserweise schien es bei mir zu funktionieren. Irgendwie hatte ich ein angeborenes Talent, eine Begabung, um mit einem Pendel umzugehen. Und dann habe ich dieses Wochenende dann absolviert, habe ein Gerät gekauft mit einem Rückgaberecht für 3 Monate. Ansonsten musste ich eine Leihgebühr bezahlen. Das kostete damals 25.000 Euro und sollte dann loslegen. Und das war irgendwie, ich war Facharzt für Frauenheilkunde, ich habe eine Ausbildung gehabt in gynäkologischer Onkologie, ich habe Beckenbodenchirurgie, Beckenbodenplastikoperationen gemacht bei Gebärmuttervorfall, bei Harninkontinenz und so weiter. Also war er ein hochgradig qualifizierter, ausgebildeter Frauenarzt. Und, aber irgendwie war ich nicht so ganz zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Und dann werde ich mit so einer Sache konfrontiert und dann habe ich den Heilpraktiker, der hieß Ingo Bauer, kann ich mich erinnern, aus Speyer. Der habe ich dann gebeten, ob ich bei ihm hospitieren kann in der Praxis. Und es war so, dass ich dann hinkam. Er hatte 3 Räume. In allen Räumen hatte er irgendwelche Geräte stehen. Hatte keinen Computer. Vorne eine Mitarbeiterin, die nur Bargeld kassierte. Er arbeitete nur 3,5 Tage die Woche und er verdiente 3-mal so viel Geld wie ich. Da habe ich gesagt, irgendwas hast du falsch gemacht in deinem Leben. Du musst so viel preisgeben, du wirst so kontrolliert als Kassenarzt und so schlecht bezahlt. Ich kann Ihnen da Geschichten erzählen, da würden Sie sagen, wie dumm kann man sein und Kassenarzt werden. Gut, ich habe es gemacht, ich habe das aus idealistischen Gründen gemacht, aber es war schon sehr, sehr merkwürdig. Und dann bin ich
in die Bioresonanz eingetaucht und habe ganz viel über Frequenztherapie gelernt und habe innerhalb eines Jahres alle Kurse absolviert, die man normalerweise in 3 Jahren absolviert. Und dann, als ich das ganze Wissen hatte von der Bioresonanz, habe ich gesehen, dass mir da noch was fehlt. Und dann über einen Tipp habe ich dann noch Kontakt zur Frequenztherapie bekommen, zu der Firma Medigen, die damals Zapper gebaut hat, diese Frequenzgeneratoren, mit denen wir heute auch arbeiten. Und ich habe dann meinen Schwerpunkt aus der Gynäkologie in die Frequenztherapie verlagert und habe dann die Kassenpraxis zugemacht. Ich habe sie nicht verkauft, ich habe sie einfach zugemacht und habe dann mit Privatmedizin weitergemacht. Habe mich sehr intensiv mit dem Thema befasst. Ich habe dann angefangen, selbst Frequenzen zu ermitteln. Ich habe ein Buch über meine Arbeit geschrieben. Das ist Gesundheit für alle. Ist leider mittlerweile vergriffen. Aber es wird möglicherweise eine Neuauflage geben. Ja, 2013 habe ich dann die Firma Steramedic gegründet, die mir hilft, das Material für die Frequenztherapie anzuwenden, herzustellen, und habe dann auch angefangen, Therapeuten auszubilden. Und dann kam das Jahr 2020, 2021, und dann kam die einrichtungsbezogene Impfpflicht, und dann änderte sich halt mein Leben. Und ich bin in die Schweiz umgezogen und bin mit der Firma von Bingen nach Wiesbaden umgezogen und mache weiterhin Gesundheitsberatung und helfe den Menschen, ihre gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Also diese einrichtungsbezogene Impfpflicht war sozusagen der Grund, warum ich in die Schweiz gegangen bin. Und irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass Deutschland irgendwie bedauert, dass sie einen Fachmann in Sachen Medizin, dass der verloren geht. Aber gut, ich bin weiterhin immer noch da und freue mich, Kranken zu helfen und Menschen entsprechend zu beraten, damit sie ihre Gesundheit möglichst lange behalten können. Ja, warum neue Wege gehen? Die gesundheitlichen Probleme nehmen zu. Kennen Sie jemanden, der absolut gesund ist, der keine Zipperlein hat? Die sind doch alle irgendwie krank. Ja? Und warum ist Gesundsein so schwierig? Warum gibt es so viele Gesundheitsberater, so viele Gesundheitsapostel, so viele verschiedene Therapien, so viele Operationen jedes Jahr an die 15 Millionen. Wir haben an die 20 Millionen Patienten in Krankenhäusern jedes Jahr. Die Gesundheitskosten explodieren. Und da macht sich irgendwie keiner Gedanken drum, dass man irgendwie mal auf die Ursachen schaut. Und worauf kommt es bei Gesundheit an? Und ich kann Ihnen heute verraten, wie das geht. Und das ist gar nicht so schwierig. Und Sie machen sich damit unabhängig. Sie brauchen einfach nur die richtige Information. Und Sie müssen wissen, wem Sie vertrauen können und wem nicht. Das ist in der heutigen Zeit verdammt schwierig. Ja? Unser Ziel sollte eigentlich eine unbeschwerte Lebensqualität sein. Und das ist im Prinzip durchaus machbar, ohne große Investitionen, ohne große Anstrengungen. Und wir müssen natürlich auch anfangen, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Und da tun sich viele Leute schwer. Viele wollen einfach nur Dinge gesagt bekommen und die wollen sie dann befolgen und dann ist gut, nicht? Also irgendwie so mündige Bürger, die eigentlich, von der die Demokratie lebt, die sehe ich im Augenblick gar nicht. Ja, das ist sehr schade. Ja. Also, diese Symptombehandlung, die ging mir irgendwann mal gegen den Strich und ich habe mich dann gefragt, woran das eigentlich liegt. Und ich kann mich an so
Situationen erinnern. Eine war in der Frauenklinik, da kam in die Notfallaufnahme eine Patientin, die blutete wie aus dem Wasserhahn aus der Scheide. Und natürlich war da irgendwas mit der Gebärmutterschleimhaut nicht in Ordnung. Und mein Oberarzt sagte, wenn ich wüsste, was da alles rauskommt. Ja, also der Körper macht ja Dinge nicht umsonst. Wenn Sie schwitzen, wenn Sie eine starke Menstruationsblutung haben, auch wenn Sie Schmerzen haben, ist das eigentlich ein Hinweis, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und allein dieses Symptom zu unterdrücken, ich kann Ihnen sagen, das ist eine ganz, ganz schlechte Medizin. Weil der Körper reguliert und der reguliert über diese, ich will mal sagen, Beschwerden. Und das Problem ist aber nicht die Regulierung. Die Regulierung ist was anderes. Und man hat dann aber irgendwann gemerkt, dass es ja viel lukrativer ist, die Regulierung zu behandeln als die Ursachen, weil wenn man die Ursachen behandelt, dann werden ja die Leute gesund. Und das ist natürlich schlecht fürs Medizingeschäft. Und ja, also ich mache hier Werbung gegen ja, die Medizinindustrie. Ich sehe mich nicht als Teil dieser Medizinindustrie. Ärzte, junge Ärzte vor allen Dingen, die werden da aber vereinnahmt. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht dauernd an der Infusionsflasche der Pharmaindustrie hängt. Weil dann haben sie einen Pakt gemacht, der erinnert mich so ein bisschen an Dr. Faustus. Ja, wir brauchen weniger Apparatemedizin, weniger Labormedizin. Wir brauchen ganzheitliche Medizin. Wir brauchen den gesunden Menschenverstand. Wir wollen die Funktion und die Vitalität der Organe untersuchen. Und das können wir nicht, wenn wir eine Laboruntersuchung machen. Das können wir nicht, wenn wir eine Ultraschall- oder CT-Untersuchung machen oder ein EKG. Das sind Momentaufnahmen von ja, irgendwelchen Werten, die mir aber nichts über die Funktion eines Organs sagt. Wenn die Leberwerte erhöht sind, dann sind die Leberwerte erhöht. Aber ich weiß dann immer noch nicht, warum das der Fall ist und wie kann ich das wieder korrigieren. Oder wenn ich hohen Blutdruck habe, dann hilft es nicht, den Blutdruck zu senken. Der Körper ja, steigert den Blutdruck, weil vielleicht eine Entzündung im Körper ist, die bekämpft werden muss. Und mit niedrigem Blutdruck geht das nicht. Dann hat man diese Sachen ja, andauernd, trägt man sie in sich herum und das ist keine gute Lösung für die Gesundheit. Ja. Also man muss auch echtes Interesse für die Probleme der Patienten haben. Das vermisse ich bei meinen Kollegen. Ja, die haben Praxen, wo sie im 5- oder 10-Minuten-Takt ihre Patienten durchspulen. Und es ist mehr eine Krankenhaus-, eine Krankheitsverwaltung als eine zielgerichtete Therapie. Ja. Und ja, das echte Interesse, das ist irgendwann in der Medizin verloren gegangen, weil der Druck auf die Mediziner so groß ist, dass sie einfach nur ein großes Pensum absolvieren müssen. Ja, wie weit soll denn der Paradigmenwandel gehen, der in der Medizin erforderlich ist? Schauen wir uns einfach die Situation mal an. Was ist denn der Mensch? Der besteht aus Körper, aus einem Geist und aus einer Seele. Und wir Menschen sind auch spirituelle Wesen. Und wenn das einer nicht glauben will, ist seine Sache. Aber wir sind trotzdem spirituelle Wesen. Das ändert nichts an der Tatsache. Wir können diese Spiritualität auch in der Ganzheitsmedizin einsetzen. Ja? Wir befinden uns in einem ständigen Wechselspiel mit unserer Umgebung. Ja? Unser Leben bedeutet atmen, essen, trinken, wohnen, bewegen natürlich, arbeiten, denken, träumen. Wir haben eine Intuition, eine Fantasie, wir haben Inspiration, wir haben Instinkte. Und wir setzen unsere Sinne ein, sehen, hören, riechen, schmecken, wissen,
Zum Wissen müssen wir was lernen. Wir fühlen, wir ahnen auch Dinge. Und die können wir nur ahnen, wenn wir tatsächlich eine Verbindung zur spirituellen Welt haben. Und das Denken, das Träumen, die Intuition und die Inspiration, sowie die Instinkte und auch andere nicht genannte Fähigkeiten, die wir besitzen, sind verborgene Fantasien, verborgene Fähigkeiten, die im sechsten oder siebten Sinn sind. Und es handelt sich um außersinnliche, feinstoffliche Wahrnehmungen. Und wir Menschen sind eben spirituelle Wesen. Und diese mediale Wahrnehmungsfähigkeit haben wir, wenn wir geboren werden. Ja? Es ist eine außersinnliche, übersinnliche Wahrnehmung. Es ist eine feinfühlige, feinstoffliche, spirituelle Wahrnehmung. Es ist eine Welt außerhalb unseres Verständnisses. Und sie steht über Geist und über dem Intellekt. Sie müssen nicht viel gelernt oder studiert haben, um diese Fähigkeiten anzuwenden. Und es umfasst unsichtbare Wesen wie Engel oder auch dunkle Wesensheiten. Die moderne Wissenschaft ignoriert die spirituelle Dimension völlig. Es gibt keine Messbarkeit, keine Rationalität. Es gibt da eine Beweisschuld. Und dementsprechend sehen die Erziehungsziele so aus, dass wir aufwachsen und geprägt werden ohne diesen sechsten Sinn, den wir in die Wiege gelegt bekommen. Ja. Meine Erfahrung ist, jeder trägt ihn in sich und kann ihn nutzen. Und die Praxis ist aber so, dass sie unterdrückt wird durch Lehrsätze und durch rituelle Handlungen. Ja. Wenn Kinder plötzlich sagen, dass sie Dinge sehen, die wir nicht sehen können, dann sagen wir den Kindern, dass sie fantasieren oder dass sie spinnen, dass sie aufhören sollen. Ja. Rituelle Handlungen gibt es auch. Wenn wir getauft werden, dann bekommen wir so ein Kreuz hier über dem dritten Auge. Da wird also das dritte Auge verschlossen. Auch die Kirche weiß, dass es diese spirituelle Welt gibt und sie benutzt sie, aber sie möchte nicht, dass ihre Schäfchen sie auch nutzen, weil es könnte ja dann sein, dass wir dann nicht mehr so folgsam sind, nicht? Ja, der Zugang zur feinstofflichen Welt wird über die spirituelle Dimension erreicht und sie beeinflusst unser Leben mehr, als wir uns das so vorstellen können. Wenn Sie mit Frequenzen arbeiten, wenn Sie mit Emotionen vertraut sind, wie Emotionen Menschen krank machen können oder auch wieder gesund machen können, dann bekommen Sie eine Ahnung davon, wie wichtig das ist, diese spirituelle Bedeutung in die Medizin hineinzulassen. Ja? Auch wenn man sie mit normalen Sinnen nicht wahrnehmen kann, so bekommen wir doch ein Gefühl für Dinge, die entweder gut oder die schlecht sind. Und diese außersinnliche oder mediale Fähigkeit in der Wahrnehmung ist eigentlich für die Medizin ein Segen. Und ein guter alter Hausarzt, der bekommt dann sozusagen auch eine Ahnung, ein Bauchgefühl, was sein Patient hat. Und früher wurde das noch genutzt, aber heute ist das alles der Apparat der Medizin geopfert worden. Und die jungen Mediziner, die lehnen das alle als Humbug ab. Und ich verwende diese Möglichkeit. Ich mache Ferntestungen über Telefon oder einfach durch mentale Verbindung. Ich verbinde mich mit Menschen in Südamerika, in Ostasien, in Nordamerika. Und ich kann, wenn sie mir ihre Beschwerden schildern, wenn sie mir ein Bild schicken, kann ich denen sagen, was für Beschwerden sie haben und kann ihnen eine Therapie mit gezielten Frequenzen zukommen lassen.
Und das hat bislang immer funktioniert. Und ich brauche das nicht zu beweisen. Es beweist sich bei jedem Patienten immer und immer wieder. Das sind Dinge, die stecken in uns Menschen drin. Wir können das alle. Aber es wird uns gesagt, dass wir es nicht können. Und es gibt viele Dinge, die wir nicht können. Ups, dunkel. Also mein Bildschirm ist dunkel. Machen Sie mal die Augen zu und denken Sie, wir haben keinen Sehsinn, wir können nicht sehen. Und Sie bekommen gesagt, nein, sehen können wir nicht. Wir müssen so mit geschlossenen Augen durch das Leben gehen. Und Augen aufmachen ist verboten und schädlich. Und wenn man es trotzdem macht, dann wird man bestraft. Und ja, und wenn man aber dann nicht gehorcht und dann merkt, dass man tatsächlich etwas sieht, dann freut man sich, dass man eine weitere Möglichkeit hat, sein Leben wahrzunehmen und zu steuern. Sie können das, die Augen wieder aufmachen und dann sehen Sie plötzlich, okay, ich bin einer Welt, die ist greifbar, die ist sichtbar. Und man will das aber nicht. Man will uns sozusagen als blinde Schafe durch die Manege treiben. Ich habe mir dann irgendwann mal was gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass ich eine Medizin habe, die mir sagt, was die Ursache der Beschwerden, der Krankheiten ist. Und ich wollte über die Ursachen den Menschen helfen. Und diesen Wunsch habe ich einfach ins Universum geschickt. Und ich bin dann bei Albert Einstein fündig geworden. Der hat gesagt, eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen erschien. Und also, wenn ich das jemandem damals erzählt hätte, die hätten mich wahrscheinlich alle für verrückt erklärt. Und so wie Einstein auch sagte, eine Frage treibt mich in den Wahnsinn, ist die ganze Welt verrückt oder bin ich es? Und so bin ich zur biophysikalischen Medizin gekommen. Wenn Sie wissen wollen, was das ist, das ist einfach Informationsmedizin. Biophysikalische Medizin basiert auf Schwingungen. Und Informationen werden auch durch Schwingungen weitergeleitet. Also es ist eine Informationsmedizin. Ja. Es ist was anderes als die digitale Medizin, von der die Medizin heute spricht, wo es einfach nur um die Verarbeitung von Daten geht. Nein, nein, hier geht es um ja, die Ursachen der Erkrankung. Es ist ein neuer Ansatz, natürliche Phänomene in Form von physikalischen und elektromagnetischen Schwingungen zu diagnostischen, therapeutischen Zwecken zu nutzen, um bestehende apparative und biochemische Untersuchungsverfahren zu ergänzen oder gar zu ersetzen. Je mehr Erfahrungen man sammelt, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso weniger, ja, apparative und biochemische Untersuchungsverfahren braucht man. Man wird unabhängig von der Schulmedizin. Das ist ein tolles Gefühl, kann ich euch sagen. Das Vorhandensein elektromagnetischer Schwingungen, die von ja, jeder Materie abgegeben werden, bildet die Grundlage dafür. Jede Substanz bestimmt ein für sich einzigartiges Wellenmuster. Wir können diese Schwingungen sehen, weil wir eine bestimmte Wellenlänge erkennen. Und das Aussehen der Dinge hängt damit zusammen, wie viele Protonen, Neutronen, Elektronen, Elektronenschalen so ein Atom hat. Das schickt dann eine Welle hinaus. Und da jedes Atom unterschiedlich schwingt und alle Dinge irgendwie unterschiedlich zusammengesetzt sind, sieht eben alles entsprechend unterschiedlich aus. Und man kann also diese Unterschiedlichkeit kann man für diagnostische Zwecke verwenden. Und das mache ich in der biophysikalischen Medizin. Das heißt, ich kann, wenn ich weiß, was die Ursache ist, ein Bakterium, ein Virus, ein Parasit, ein Pilz, ein Impfstoff, eine Krebszelle, ein Gift, dann kann ich über eine gezielte Frequenztherapie dieses Problem beheben. Das geht über Resonanzkatastrophe.
Ich werde gleich darüber sprechen. Und der Nachweis der Substanzen erfolgt ganz einfach über die Identifizierung der Schwingungsmuster. Und das kann man erlernen. Da braucht man noch nicht mal Medizin zu studieren. Diagnostik und Therapie mit Schwingungsinformationen und gezielten Frequenzen. Ich würde sagen, das ist die Zukunft der Medizin. Ja, so wie früher die Leute mit der Postkutsche gefahren sind, so wie sie heute mit noch Labortests und bildgebenden Verfahren agieren. Das wird alles der Frequenzdiagnostik und Frequenztherapie irgendwann mal zum Opfer fallen. Und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, daran mitzuarbeiten, das mitzugestalten. Und ich hoffe, dass ich viele Mitstreiter dafür gewinnen kann. Und ich bilde, wie gesagt, Therapeuten aus und da kann man das erlernen. Und welche fantastischen Ergebnisse man da erzielen kann, werdet ihr auch gleich sehen. Die gezielte Frequenztherapie mit elektrischen Frequenzen ist ein innovativer Ansatz in der Medizin. Es ist eine Revolution in der Behandlung von Infektionen und chronischen Erkrankungen. Ich habe, da die Medizin angelsächsisch geprägt ist, dafür den Ausdruck Targeted Frequency Therapy geprägt mit Electrical Frequencies. Und ich stehe schon auf den Schultern von anderen großen Menschen, die dazu beigetragen haben, dass so eine Therapie entstehen konnte. Der George Lakowski, ein russischer Erfinder, der in verschiedenen Ländern gewohnt hat und dann in den USA ein sogenanntes MWO, Multi-Wave-Oszillator-Gerät, gebaut hat, postulierte schon um die 1900er Jahrhundertwende, dass die Zellen miteinander kommunizieren. Und das wird ja heute mittlerweile noch von einigen in Frage gestellt. Es gibt ein Buch, das heißt Der Mensch in Zahlen. Da steht drin, dass wir Menschen 80 Billionen Zellen haben. Und in jeder Zelle finden gleichzeitig 100.000 Stoffwechselprozesse statt, jede Sekunde. Also da muss ganz viel Datenfluss unterwegs sein, da muss ganz viel Kommunikation da sein. Wenn da keine Zellkommunikation ist, dann wird ein Körper natürlich nicht funktionieren, der wird krank. Und mit diesem MWO-Gerät, man hat ein paar Geräte noch aufgetan. Es gibt Therapeuten, die arbeiten noch mit Originalgeräten. Es gibt aber auch Firmen oder einzelne Tüftler, die mit diesen Geräten arbeiten. Ich selber habe auch ein Gerät erstanden und behandle damit schwierige Fälle. Und ich kann Ihnen sagen, großartige Erfolge. George Lakowski ist 1942 von einem Auto in New York überfahren worden. Sein Sohn hat gesagt, es war ein Mordanschlag gewesen. Royal Raymond Drive hat Mikroskope gebaut, und zwar schon in den 1920er Jahren. Die konnten 17.000-fache Vergrößerung erzielen. Er konnte damit Mikroben, Viren, Mikroparasiten und auch Viren sehen in ihrem lebendigen Zustand. Und er hat eine sogenannte Rife-Lampe gebaut, mit der er dann diese Mikroorganismen sozusagen behandeln und abtöten konnte und hat auch sehr gute Erfolge gehabt. Er ist mitunter gefeiert worden. Er hat Reisen durch Europa unternommen, hat eine Ehrendoktorwürde erlangt und kam dann aber auch der Schulmedizin in die Quere. Sein Labor wurde niedergebrannt, sein Mitarbeiter kam ins Gefängnis.
Er musste nach Mexiko flüchten und seine Methode wurde auch verboten. Und auch ich habe eine Reiflampe und arbeite damit sehr erfolgreich. Und Peter Franke, ein Elektrotechniker, das ist der die Frequenztherapiegeräte baut. Also wenn ihr in Deutschland ein Zapper kauft, egal von welcher Firma, da ist der Bauplan von Peter Franke drin. Auch er ist verfolgt worden, auch er ist in die Pleite getrieben worden. Ich arbeite weiter mit ihm zusammen und er hilft mir sehr bei meiner Arbeit. Und ohne ihn wäre das, was ich alles erreicht habe, gar nicht möglich gewesen. Deswegen danke ich dem Peter Franke von Herzen, dass er auch so viel Durchhaltevermögen bewiesen hat. Ich habe einen sehr spannenden und interessanten Weg gefunden, wie ich meine ärztliche Tätigkeit oder meine therapeutische Tätigkeit fortsetzen konnte und wie ich die gezielte Frequenztherapie gegen Keime, Toxine, Impfstoffe und Tumorzellen einsetzen kann. Und ich hoffe, dass die Menschen das erkennen werden, dass da eigentlich gar kein Weg drum herum führt und dass das eigentlich vernünftig ist und dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, das zu tun, was die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie uns da alles so erzählen tut. Es gibt einen Weg über die Ganzheitsmedizin, es gibt einen Weg über die Naturheilkunde und der ist auf jeden Fall leichter und verträglicher für die Menschen. Und er kostet bei weitem nicht so viel Geld. Ja, was ist das Besondere an der gezielten Frequenztherapie? Es geht also um elektrische Impulse, die über ein Gerät und Kabel dem Körper zugeführt werden. Meine Mitarbeiterinnen da hinten haben so ein Gerät, das können sich nachher in der Pause oder nach dem Vortrag anschauen. Also es werden Frequenzen generiert, die in Resonanz mit den Frequenzen der Keime, mit Bakterien, Pilzen, Parasiten oder Toxinen oder Impfstoffen gehen. Und es kommt zu der sogenannten Resonanzkatastrophe, weil es wird mehr Energie zugeführt, als abgeführt werden kann. Und dann werden die Keime beschädigt oder ganz gar zerstört. Der Körper macht dann eine kleine Entzündung und beseitigt dann die Trümmer, die Eiweißtrümmer von den Keimen. Und das hat also ein Wirkungsspektrum in allen medizinischen Fachgebieten. Also alle Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten, Impfstoffe. Es gibt keine chemischen Interaktionen, es gibt also keine Nebenwirkungen in der Richtung. Es gibt keine Resistenz. Und es gibt eine sehr gute Verträglichkeit und ich selbst habe bereits über 50.000 Therapien in über 19 Jahren verabreicht. Und ich habe eine ganze Reihe von Patienten ausgebildet, die auch schon jede Menge Therapien erfolgreich durchgeführt haben. Wie so eine Resonanzkatastrophe aussieht, kann ich hier mal an diesem kurzen Video zeigen. Also da wird mit hoher Stimme ein Glas zertrümmert. Das ist die Resonanzkatastrophe, also so muss man sich das vorstellen. Soldaten dürfen nicht über eine Brücke im Gleichschritt gehen. Ja? Die Leute, die gedient haben, wissen das, weil dann durch die Resonanz des Gleichschritts die Brücke einstürzen kann, was tatsächlich auch schon passiert ist. Die biophysikalische Diagnostik und Therapie nutzt Informationen aus den elektromagnetischen Schwingungsmustern. Das heißt, ich brauche nicht ein aufwendiges Equipment dafür. Ich kann das mit dem Frequenzgerät herausfinden, ob die Frequenz passt oder nicht passt. Und ich kann über die Schwingungsmuster die wahren
Belastungen und Ursachen von Erkrankungen identifizieren und beseitigen. Und das Ziel einer Therapie ist, eben nicht ein Symptom zu unterdrücken, sondern die Verursacher loszuwerden. Und das macht eben die gezielte Frequenztherapie. Hier ist so ein Gerät, ein BW2021, wir haben mittlerweile BW2022, aber das sieht sehr ähnlich aus. Das sind Chipcards, wo die Frequenzen abgespeichert sind, wo eine Datenbank drin ist, die dann bei der Programmierung übertragen wird und individuell für den Patienten zusammengestellt wird. Ja? Nessipa ist zum Beispiel Nervensystemparasiten, dann gibt es Malaria-Parasiten, multiresistente Bakterien, tropische Bakterien, tropische Viren, Neuroviren, Ebola-Viren, Basaliome, Basalzellkarzinome, ja, ein ganz hässliches Ding. Das ist ein Tumor, der so halb bösartig ist, aber der wird dann weggeschnitten. Wenn man so ein Ding auf der Nase hat, dann kriegt man die Nase weggeschnitten. Das sieht dann nicht mehr so gut aus. Mit Frequenzen kriegen sie das Ding weg. Ja, das ist fantastisch. Und wenn sich woanders was zeigen sollte, dann kriegt man es wieder weg. Ja. Was ich mache, hat sich rumgesprochen, beziehungsweise nein, das haben auch andere Leute woanders schon gemacht und gemerkt. Es gab da in einer Zeitschrift Special to Life Science von einem Wissenschaftsjournalisten Michael Schörber einen Artikel 2008. Da war ich gerade so 3 Jahre mit den Frequenzen unterwegs. Ich lese es mal auf Deutsch vor. Wissenschaftler werden eines Tages in der Lage sein, Viren auf die gleiche Art und Weise zu zerstören wie Opernsänger, die Weingläser zertrümmern können. Und neue mathematisch ermittelte Frequenzen haben gezeigt, dass Viren einfach zu Tode geschüttelt werden können. Das Kapsid oder die Hülle eines Viruses ist so etwas wie eine Schildkrötenschale, sagt der Physiker Otto Senki von der Arizona State Universität. Und wenn die Schale kompromittiert werden kann durch mechanische Vibrationen, dann kann das Virus inaktiviert werden. Also da wird schon geforscht, aber es setzt sich halt nicht durch, weil Big Pharma das einfach nicht zulässt. Nicht? Das ist ein Riesenproblem. Ich will Ihnen erzählen, was ich gemacht habe. Ich habe also die Frequenzen der Keime habe ich selber ermittelt. Ich habe gesehen, dass ich mit den Frequenzen, die Royal Rife verwendet hat, die Hulda Clark verwendet hat, haben nicht die Wirkung gezeigt, aber das Prinzip fand ich irgendwie sehr spannend und habe dann angefangen, selbst Frequenzen zu ermitteln. Ich zeige den Therapeuten im zweiten Therapeutenkurs, wie man diese Frequenzen ermitteln kann. Das mache ich so in der Öffentlichkeit nicht, weil das soll bei dem Kreis bleiben, der sich mit dieser Materie auch intensiv auseinandersetzt. Also es wurde die Methode entwickelt, um Schwingungsmuster zu finden und mit denen dann die Frequenz in Resonanz zu den Keimen gehen, die man entsprechend behandeln möchte. Also wenn ein neues Virus auftauchen sollte, eine neue Seuche, ich habe Frequenzen dagegen. Ich kann das Ding mit den gezielten Frequenzen sehr erfolgreich behandeln. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das mal selber erlebt haben, wenn Sie mal einen starken Durchfall haben durch Giardia lamblia, durch Lamblien, und dann läuft es wie Wasser aus der Toilette oder aus dem Körper heraus in die Toilette und Sie schließen sich dann an das Frequenzgerät an mit den gezielten Frequenzen, der Durchfall hört innerhalb von 5 bis 10 Minuten auf. Ja. Also es ist sehr, sehr wirksam. Die
Gezielte Frequenztherapie kann infektiöse Makro- und Mikroorganismen wie Parasiten und Bakterien, Viren und Pilze zerstören, kann ihnen Schaden zuführen. Und in den 19 Jahren, in denen ich das anwende, in fast allen Fachbereichen hat sich das sehr gut bewährt. Ich sage immer, ich bin ein Arzt von A bis Z, von Augenheilkunde bis Zahnmedizin. Überall gibt es Keime, die bekannt sind, und überall kann man die Frequenzen entsprechend einsetzen und dann die WW-Wehchen, egal ob sie im Auge, im Ohr, im Bauch, im Herz, im Gehirn oder sonst wo sind, einfach beseitigen. Und kann Ihnen sagen, die Medizin macht so mächtig Spaß. Die Frequenzen werden mit 3 bis 30 Minuten Dauer individuell am Patienten oder an seinem Blut justiert. Es wird kein Offset eingestellt. Das heißt, die Zapper haben 20 Volt. Also früher, die Hulda Clark sagte immer von 0,5 auf 20 und dann wieder runter auf 0,5. Das heißt, ich habe hier eine Amplitude von 19,5 Volt. Wenn ich aber auf plus 20 gehe und dann wieder auf minus 20, das ist also die, habe ich eine Amplitude von 40 und ich kann somit also viel besser einen Keim zerstören, weil die Energie intensiver ist. Im Körper selbst laufen aber ganz niedrige Ströme, das ist dann im Milli- und Mikroampere-Bereich, was da ist. Der Strom, der durch den Körper fließt, hat keine Nebenwirkung, aber er wird von den Zellen verwendet und die Mitochondrien brauchen auch diese Elektrizität. Unser Körper ist eigentlich ein elektrisches Kraftwerk. Jede Zelle hat an ihrer Oberfläche eine negative Ladung von 0,95 Millivolt. Und wenn man alle Zellen zusammenzählt, dann kommen einige 100.000 Volt zusammen. Wenn man von außen Strom zuführt, dann ist das eigentlich eine gute Sache. Ja, wenn er nicht gerade ein Feld ist, das in einer bestimmten Frequenz 2,4 Gigahertz, wie das zum Beispiel WLAN-Netze mal haben, oder 50, 60 Hertz durch die Hochspannungsleitung, dann können wir tatsächlich durch diesen gepulsten Strom fügen wir dem Körper keinen Schaden an. Ich habe Patienten, die zappen seit 15, 16 Jahren täglich und sie erfreuen sich guter Gesundheit. Die energetische Überprüfung der Wirksamkeit erfolgt am Patienten. Das mache ich meistens über die Elektroakupunktur, das werde ich nachher noch ein bisschen erklären. Die Therapiedauer meist 1 bis 4 Stunden, 3 bis 4 Mal täglich. Für 5 bis 15 Tage mit anschließender Kontrolle in der Praxis oder im Büro, je nachdem. Und zusammenfassend nutzt die biophysikalische Diagnostik und Therapie Informationen aus elektromagnetischen Schwingungsmustern, um die Belastungen und wahren Ursachen von Erkrankungen zu identifizieren und zu beseitigen. Und das Ziel ist, wie gesagt, eine Beseitigung der Verursacher. Und das geht wunderbar mit der gezielten Frequenztherapie. Ich will Ihnen ein paar Therapiebeispiele zeigen. Wir sehen hier eine diabetische Gangren. Das ist also absterbendes Gewebe. Gehört einem leitenden AOK-Angestellten aus Kassel. Diabetiker. Und man bekommt eine Mikrozirkulationsstörung beim Diabetes, das heißt, die Durchblutung in der Peripherie wird schlecht. Die Füße bekommen, die Zehen bekommen zu wenig Sauerstoff. Und dann können die Zellen nicht ausreichend versorgt werden und dann kommt es zum Absterben der Zellen. Und man hatte ihm vorgeschlagen, den Vorfuß zu amputieren. Und er telefonierte dann herum und fand irgendwie zu mir. Und wir sehen hier schon eine Verbesserung.
von hier nach da, 14 Tage. Und dann nach 6 Monaten kam er dann nochmal zur Kontrolle. Da sieht man gar nicht, dass er da irgendwas hatte, nicht? Also wunderbar abgeheilt mit gezielten Frequenzen. Eine ältere Patientin, Jahrgang 34, also eine 90-Jährige, die kam aber vor 4 Jahren zu mir mit hohem Blutdruck, hat einen Treppensturz gemacht, mit Schädel-Hirntrauma 2019 vorher, Schwindelattacke, anschließend sogar eine Kopfoperation, da wurde an der Schädeldecke was operiert, hatte Ulcus cruris, das sind also diese Geschwüre an beiden Unterschenkeln, links größer als rechts. Und das ging so Richtung Amputation, beide Beine. Hatte starke brennende Schmerzen, schulmedizinische Behandlung, natürlich mit Antibiotika ohne Wirkung. Die biophysikalische Testung zeigte Resonanzen mit Erysipelotrix-Bakterien, mit Streptococcus pyogenes-Bakterien, mit Streptococcus hemolyticus, Aeromonas hydrophila, Actinomyces pyogenes, Citrobacter freundi-Bakterien, Vibrio cholerae-Bakterien. Sie bekam im April 2021 eine Impfung mit Pfizer-BioNTech. Darunter kam es zu einer weiteren Zustandsverschlechterung. Nach einem Monat dann gezielte Frequenztherapie des Impfstoffs. Stellte sich eine gute Wundheilung ein und ein Wundverschluss dann im September 2021. Also es hat 5 Monate gedauert und sie ist dann nochmal gestürzt und wurde nochmal von mir behandelt. Aber so sah das also am Anfang aus. Ihr seht hier diese starke entzündliche Rötung, die Geschwüre hier auch. Und das war dann 5 Monate später. Beinchen wieder gesund. Ja. Amputation erspart. Hier habe ich einen Patienten mit einem Kaposi-Sarkom. Das bekommen normalerweise AIDS-Kranke. Der war aber nicht AIDS-krank, hatte aber das HHV-8-Virus und der ist in der Uniklinik Frankfurt gewesen, in der Uniklinik Heidelberg, in der Uniklinik München, überall, keiner konnte ihm helfen. Und dann, voller Widerwillen, kam er dann zu mir und obwohl er eigentlich gar nicht so richtig kooperativ war, aber er wollte sein Ding loswerden, hat er die Therapie gemacht, hat seine Ernährung umgestellt. Und so sah das Ergebnis dann nach 6 Monaten aus. Er ist diese braunen Flecken also losgeworden, dauerhaft. Hier ist eine Patientin, die hat Gartenarbeit gemacht und hatte eine kleine Verletzung am Finger. Hat dann gegoogelt und geschaut und hat mit Erschrecken festgestellt, oh, ich habe hier Clostridium perfringens, das ist Gasbrand. Ja, können Sie sich das mal anschauen. Ja, habe ich gemacht, habe ich bestätigt, das ist wirklich eine Gasbrandbakterie gewesen. Die haben ja auch mit gezielten Frequenzen behandelt und dann sah das so aus, völlig abgeheilt. Da musste man keinen Finger amputieren. Nicht? Was bei Menschen geht, geht auch bei Tieren. Diese Patientin hatte eine Hündin gehabt, die hatte eine Fellkrankheit. Ja, nach einem Jahr und über 1000 Euro Tierärztekosten kam sie auch nicht zurecht. Ja, ich habe sie untersucht, das Tier hatte Leishmanien, das hatte Bakterien, es hatte Fellpilze, die haben wir behandelt. Nach 4 Monaten dann dieses Bild. Ja, also völlig abgeheilt. Jetzt habe ich hier einen Film, ein Video. Ich habe von dem Patienten die Erlaubnis bekommen, das zu zeigen. So, heute ist der 11. Juni. Ich möchte im Rahmen der Patientenvorstellung heute einen 84,5-jährigen Patienten vorstellen. Der ist das erste Mal im Mai 2018 bei mir vorstellig geworden. Und zwar hat er starke Gelenkbeschwerden gehabt und
Ja, tatsächlich ein bisschen schwer, zu mir zu kommen. Erzählen Sie doch mal, wie das gekommen ist, wie Sie zu mir gekommen sind. Ganz einfach. Ich gehe mit meiner Flamme, sage ich jetzt mit meiner Bekannten, jeden Samstagmorgen in ein bestimmtes Café. Und zwar das Café Ort in Bad König zum Frühstücken. Und da stand ihr Buch, die du nach Bücher verkaufe. Und Ja. da stand ihr Buch da, Gesundheit für alle. Und da kam ich auf einen ganz komischen Gedanken. Ich will aber jetzt nicht sagen, was ich mir jedes Mal eingebildet habe. Und dann hat ja, die Mario, so heißt meine Bekannte, hat gesagt, dann kaufst du doch das Buch. Dann habe ich mir das Buch gekauft und habe das halb gelesen. Und dann war ich ihr böse, weil die ihre Adresse drin hatte. Meine Adresse ist in Die dem steht Buch. in dem Buch nicht drin. Ist nicht drin. Und dann hat die Mario die im Internet gesucht und hat sofort angerufen aufgrund meiner Initiative. Und dann sind wir hierher gekommen. Wie lange haben Sie denn Beschwerden gehabt? Und was, wie sahen die Seit Beschwerden aus? 1939, Seit 1939. ja, also in der braunen Zeit, hatte ich Scharlach und habe sogenanntes Rheuma behalten. Bis vor das Jahr. Da waren Sie ja 4, 5 Jahre alt, ne? Richtig, Bis richtig. letztes Jahr. Das heißt, Sie haben fast 80 Jahre Richtig. Beschwerden gehabt. Nie schmerzfrei gelebt. Nie schmerzfrei gelebt. Ja. Und seit erstem Mal bin ich jetzt schmerzfrei seit Juni 2018. Das heißt, es hat einen Monat gebraucht, um Sie Ungefähr einen von den Monat, Schmerzen ja. zu befreien, nicht? Ja. Ich muss dazu sagen, die biophysikalische Testung hat bei unserem Patienten Herpes Typ 6 Gelenkviren und Coxsackie B4, B5 Viren ergeben. Wir haben die gezielt behandelt, unter anderem noch andere Keime im Magen-Darm-Bereich und im Muskelbereich. Dadurch sind offenbar die Schmerzen weggegangen, die Keime waren weg. Und Sie kommen jetzt noch hin und wieder zu mir, um nochmal Nachkontrollen zu machen, wegen anderen Wehwehchen. Mittelchen, kann man sagen. Und Sie sind also mit Ihren 84 Jahren ziemlich fit, nicht? Fahren auch noch Auto? Nee, das mache ich nicht mehr, wegen meiner Makuladegeneration. Okay. Aber sonst mache ich Und? noch alles. Ich Ja. mache es von der Beugung. Das hört sich ja ganz nach Wunderheilung hier bei uns So an. ungefähr, wollte ich sagen. Ja, dann vielen Dank, dass Sie bereit waren, hier am Interview teilzunehmen, um anderen auch zu zeigen, wie gut Wie gut man weiter leben kann. die Behandlung Und alles gut. anschlägt. Sagen Sie noch mal was zur Ernährung. Ist Ihnen das schwer gefallen, die Umstellung? Noch gar nicht. Überhaupt nicht. Sie haben mir doch was gesagt, was man essen muss. Und die Mario und ich dann fanden wir das dementsprechend gekauft. Und seit der Zeit essen wir nur so. Auch Samstag morgens kommen wir auf das Café Ott. Genauso. Dann kriegen wir unseren Teller mit unseren Wünschen. Und dann, Wunderbar. das war ganz einfach. Ja. Vielen Dank. Nicht so Ja. danke. So, das war's. Ja, also sehr eindrucksvoll. Das ist schwer zu glauben, wenn man sowas hört, nicht? Deswegen habe ich da einfach mal auch ein Interview gemacht. Ich habe Dutzende von Videos gemacht mit ähnlichen Ergebnissen. Und natürlich klappt es nicht immer so gut wie bei ihm, aber es sind schon ganz, ganz tolle Ergebnisse dabei. Ich habe euch jetzt die Methode vorgestellt, mit der ich arbeite. Der nächste Teil wäre jetzt sozusagen ein neues Thema. Das ist jetzt der Bezug zur Pandemie, zu der Behandlung von den Impfschäden. Ich wollte euch einfach auch erklären, damit ihr besser versteht, wie ich arbeite, und habe das als Vorspann vorausgeschickt. Wir können von mir aus jetzt eine Pause machen und machen dann vielleicht in 10 Minuten weiter oder so. Ist das okay? Gut. Ich mache dann weiter mit der Anwendung der gezielten Frequenztherapie bei Impfschäden. Und ja, dazu ein paar einleitende Worte zu der Plandemie, die wir gehabt haben. Also im Dezember 2019 wurde ein neues SARS-CoV-2-Virus erwähnt. Die ersten Fälle wurden aus Wuhan in China gemeldet. Dann kam der Drosten-Test mit den CT-Zyklen. Eine Untersuchungsmethode, die von dem Amerikaner Kary Mullis
entwickelt wurde und der dafür den Nobelpreis bekam in der Medizin. Und er selber hat gesagt, dieser Test ist nicht sinnvoll oder verwendbar zur Diagnostik von Infektionen. Ab April kam dann Lockdowns, Masken und Testpflicht, ab Januar 21 dann Impfungen. Verschiedene Firmen konkurrierten miteinander, Pfizer, Astra, Moderna, Johnson & Johnson. Die Inzidenzzahlen stiegen eigentlich erst dann an, als die Impfung losging. Die waren gar nicht so hoch, als die Pandemie 2020 losging. Und man sprach dann von einer zweiten, von einer dritten Welle. War irgendwie schwer nachvollziehbar mit gesundem medizinischen Sachverstand oder einfach nur mit gesundem Menschenverstand. Ja, es wurde sogar eine einrichtungsbezogene Impfpflicht am 16. März 2022 eingeführt. Das führte halt dann dazu, dass ich mich bei der Ärztekammer in Rheinland-Pfalz abgemeldet habe. Schweren Herzens. Für mich war meine körperliche Unversehrtheit wichtiger als meine Arbeit. Und da habe ich es dann vorgezogen, mich dem nicht zu unterziehen. Ich finde es schade, dass meine Kollegen das gemacht haben, weil wenn sie sich alle geweigert hätten, ein Medikament in Patienten hineinzuspritzen, von dem sie so gut wie nichts wissen, dann hätte es das ganze Problem gar nicht gegeben. Also es gibt ja diese Faktenchecker, die haben immer behauptet, ja, der PCR-Test ist der Goldstandard der Diagnostik. Und, und der Kary Mullis hätte gar nicht gesagt, dass der Test nicht zu verwenden ist. Aber sie haben es sich immer zurechtgelegt und haben das anders interpretiert. Fakt ist, dass er mehrfach in Videos gesagt hat, dass dieser Test nicht in der Lage ist oder geeignet ist, um eine Infektion festzustellen. Er wollte auch mit dem amerikanischen Chef der Gesundheitsbehörde sprechen und mit dem Professor Fauci, der ist ihm aber aus dem Weg gegangen. Wir haben sehr viel von Experten in der Pandemie gehört. Und mir hat dieser Spruch von Hannes Messemer sehr gut gefallen. Ein sehr bekannter Schauspieler, den sicherlich viele kennen. Hat 100 Filme gemacht in vielen Sprachen. Experten sind Leute, die andere daran hindern, den gesunden Menschenverstand zu gebrauchen. Und es hat einfach in der Pandemie an gesundem Menschenverstand gefehlt, weil ganz viele absurde Entscheidungen und Anordnungen getroffen wurden. Und man hat die Leute getestet, um eine Krankheit heraufzubeschwören, um eine Pandemie heraufzubeschwören. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe die Pandemie in meiner Praxis nicht gesehen. Ich habe keine Sterbenskranken gesehen. Ich musste niemanden wegen Covid ins Krankenhaus einweisen. Ich habe keine Infektion bekommen. Wir haben mehrfach unser Personal auf Antikörper getestet. Wir sind alle negativ geblieben. Unser Körper hat einfach keine Antikörper gegen die Covid-Viren gebildet. Und Covid-Kranke haben wir natürlich mit gezielten Frequenzen behandelt, wo das Virus testbar war. Und das hatte alles einen sehr guten Verlauf. Wie gesagt, keine Infektion, keine komplizierten Infektionen,
keine Krankenhauseinweisungen, keine Todesfälle. In manchen Krankenhäusern sah es anders aus. Also es gab Kliniken, da gab es eine Sterberate von 90% bei Covid-Diagnostik. Die Patienten wurden mit Medikamenten wie dem Remdesivir behandelt, das in 50% zu Nierenversagen führt. Die wurden künstlich beatmet, sodass das dann zu Lungenversagen, Herzversagen geführt hat. Und das Ganze wurde auch belohnt mit üppigen Honoraren von den Versicherungsträgern oder von wem auch immer, der dahinter stand. Und es sind kriminelle Handlungen gewesen, die da abliefen. Und ich finde, das gehört aufgearbeitet. Es ist nicht meine Aufgabe, das zur Anzeige zu bringen, aber wir haben eine Justiz und die sollte hier tatsächlich auch aktiv werden. Es wurden in Deutschland 38 Millionen gegen Covid getestet oder auf Covid getestet. Es gab 183.000 Todesfälle, die mit und an Covid gestorben sein sollen. Es gibt Wissenschaftler, die besagen, es ist kein einziger an Covid gestorben, weil es reichte ein Test in der Vergangenheit, um einen als Covid-Toten zu erklären und damit in die Sammelliste aufzunehmen. Wir haben in Deutschland eine Impfquote, die ist relativ hoch, also fast 80% sind mindestens einmal geimpft worden. Vollständig zweimal geimpft, 76% und geboostert, also mit Auffrischungsimpfung 62%. Ich glaube, die Menschen wissen nicht, was sie sich da angetan haben. Die Folgen, wenn sie nicht früh aufgetreten sind, so werden sie mit Gewissheit im Laufe der Zeit auftreten. Und die Menschen, die betroffen sind, die können vergessen, dass sie von ärztlicher Seite, von schulmedizinischer Seite irgendeine Hilfe bekommen. Die Impfschäden werden geleugnet, auch von der Justiz werden Impfschäden geleugnet, von der Medizin werden sie geleugnet. Und die Ärzte können mit Impfschäden nichts anfangen, sie können sie wieder diagnostizieren und schon gar nicht irgendeine Therapie gegen den Impfschaden einleiten oder um den Impfschaden zu beheben. Zu dem PCR-Test ist übrigens noch zu sagen, dass er bei 58 verschiedenen Keimen einschlägt. 40 Viren, darunter 6 verschiedene Coronaviren. Epstein-Barr-Virus, Rotavirus, Norovirus, Herpes zoster, Mumps, Rhinoviren, 10 verschiedene Bakterien, Staphylokokken, Streptokokken, TBC, Klebsiellen, verschiedene Pilze, Aspergillen, Candida, Cryptococcus. Und ich habe aus der Praxiserfahrung gesehen, dass ein Test positiv wurde nach einer oder mehrfacher Testung durch kontaminierte Teststäbchen. Das heißt, wenn sich jemand hat testen lassen mit den Stäbchen, die dann zum Teil in die Nase, tief in den Nasenrachen eingeführt wurden, das hat dann bei einer Kontrolluntersuchung zu einem positiven Ergebnis geführt. Und also ich weiß von einem Fall, da ist ein Deutscher in die USA geflogen und er ist mit negativem PCR-Test abgeflogen, hat also diesen Test machen lassen müssen, damit er im Flugzeug mitgenommen wurde, ist dann in den USA nochmal getestet worden, dann war er positiv, ist auch krank geworden, ist dann auf Anraten seiner Familienangehörigen ins Krankenhaus gegangen. Dort bekam er Remdesivir und Beatmung und verstarb nach einigen Tagen. Und ich habe gehört, das Krankenhaus hat eine Rechnung der Familie über $1 Million übergeben. Und das sind Dinge, die haben sich
sehr häufig ereignet. Das ist kein Einzelfall. Und das sind Schicksale, und da kann man nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, okay, wir haben es falsch eingeschätzt oder so. Also das Wissen war da, aber es wurde unterdrückt und es wurde dieses Wissen gefördert, das dann zu diesen Verläufen geführt hat. Die Menschen sollten einfach Angst haben, weil die Menschen über die Angst steuerbar sind. Und man kann mit ängstlichen Menschen kann man fast alles machen. Die kann man zu allem überreden. Deswegen ist es wichtig, dass wir keine Angst haben. Meine Tochter war als Sängerin unterwegs in Südamerika, und als sie zurückkam, musste sie in Frankfurt auch einen Test machen, einen PCR-Test. Und zwei Tage später sagte sie mir, dass sie wahnsinnige Kopfschmerzen hatte. Und sie hatte auch diese Testviren, die haben wir dann auch erfolgreich mit Frequenzen behandelt. Also die Stäbchen, einige Stäbchen waren kontaminiert und haben auch zu schwereren Verläufen als das Corona-Laborvirus geführt. Und das Ganze war für mich völlig unverständlich. Wie konnte man das den Menschen antun? Wir können hier anhand dieser Kurve sehen, die Inzidenzen. Hier ist der 1. Januar 2020, das Pandemiejahr. Hier ist der 1. Januar 2021, da fingen die Impfungen an. Und dann im Jahr 2022 ging das richtig nach oben. Das war die sogenannte dritte Welle. Da wurde natürlich getestet auf Teufel komm raus. Es wurden Menschen infiziert und es wurden Menschen krank, weil sie ein geschwächtes Immunsystem durch die Impfung hatten. Also das war alles hausgemacht. Ja. Und dieses zeigt den Anstieg der Covid-19-Infektion, und zwar kumuliert. Das heißt, bei dieser Kurve geht es niemals nach unten, es geht immer nur nach oben. Es wird immer nur gesammelt. Es wird die Anzahl der Tests gesammelt, der positiven Tests, und da steht Infektion. Das heißt, man hat einen positiven Test mit einer Infektion auf das Covid-Virus gleichgesetzt, obwohl der Test bei 58 verschiedenen Keimen positiv ist. Ich weiß nicht, ob mir das einer erklären kann. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, dass die Menschen das nicht hinterfragt haben. Ja, ein paar Zahlen. Die Sterblichkeit nahm zu 2021 um 17-25%, 22 dann bis 30%. Wir hatten 2021 1016, 2022 dann 1060 Todesfälle. Im Jahr 2020 hatten wir weniger als 1 Million Todesfälle. Und im Vergleich zu 2019 hatten wir einen Unterschied von ungefähr 150.000 Sterbefällen mehr. Das heißt, hier sind ordentlich Menschen gestorben, und zwar mehr gestorben. Nicht durch ein Testergebnis irgendwie gestorben, sondern die sind wirklich gestorben. Und wenn man sich die Impfquote anschaut, wo sie am höchsten ist, also Deutschland 76 ist relativ hoch. Wenn man sich dann Spanien und Island anschaut, da sieht man, dass die Übersterblichkeit noch höher war. Und wenn Sie sich hier die Bilder anschauen, also die dunklen Flächen zeigen die hohe Übersterblichkeit an und die roten eine mittlere und die gelben eine leichtere. Also hier nochmal zurück, Spanien mit über 86%, Gibraltar, Island
mit 90% fast, haben dann, es hat sich gezeigt, dass die Impfungen, das war 2022, gab es bereits diese Erkenntnisse, hat man gesehen, dass die Impfungen eben weder die Infektion unterdrückt haben, noch geschützt haben und haben ganz im Gegenteil die Sterblichkeit in die Höhe getrieben. Ich hatte selbst mit der Frequenztherapie auch Testungen in der Praxis gemacht und in Monaten März bis August 2020 fand ich also jeden Tag mehrere Patienten, die auch positiv getestet haben. Danach war ich stark abnehmend. Ich habe bestimmt 500 Fälle mit positiven Frequenz, mit einer positiven Frequenzanalyse gesehen. Und wie ich vorhin gesagt hatte, alle Patienten konnten ambulant versorgt werden. Und auch bei den Mutationen war die Frequenztherapie wirksam, sodass keine Krankenhauseinweisungen nötig waren. Und ich und das Personal, wir haben uns auf Antikörper getestet, das war negativ jedes Mal. Die zugelassenen Impfstoffe, die ihr alle kennt, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, da gab es noch nicht zugelassenes Sinovac, Sinopharm, CanSino, Sputnik. Die haben alle eines gemeinsam und das ist das Shedding. Das Shedding ist das Abstreifen von Impfmolekülen. Das heißt, wenn einer geimpft ist, dann gibt er diese Impfmoleküle in Form von Nanolipidpartikeln ab. Das heißt, die kommen über die Körperflüssigkeiten, aber auch über die Atemluft raus. Und wenn Sie in einen Fahrstuhl gehen, der leer ist und vorher ein Geimpfter drin war, der diese Spike- und mRNA-Moleküle produziert hat, und Sie atmen die Luft ein, dann haben Sie die auch in Ihrem Körper. Die gehen durch die Lungenporen in den Körper hinein, können sich dort festsetzen und können auch sich vervielfältigen und Spike-Proteine produzieren. Und das kann auch Beschwerden verursachen. Das können Muskelschmerzen sein, das können Regelschmerzen sein, das können Kopfschmerzen sein. Ich selbst reagiere mit hohem Blutdruck. Eine kleine Anekdote. Ich war vor anderthalb Jahren in Chile. Ich habe dort eine Führerscheinprüfung gemacht und habe in dem Gebäude plötzlich hohen Blutdruck bekommen, weil die Führerscheinprüfung mit einer medizinischen Prüfung verbunden ist. Man bekommt den Blutdruck gemessen und ich hatte 200 zu 100, einen Blutdruck, den ich nie habe. Ich habe 120 zu 70. Ich war ganz erstaunt. Und eine nochmalige Messung hat auch wieder 200 zu 100 gezeigt auf dem anderen Arm. Ich habe mir daraufhin ein Blutdruckmessgerät gekauft und habe in der Apotheke gemessen, 120 zu 70. Den ganzen Tag gemessen, nie hohen Blutdruck gehabt. Am nächsten Morgen in der Tiefgarage von der Führerscheinbehörde 120 zu 78. Dann gehe ich hoch, gehe zu der Ärztin, lass meinen Blutdruck messen, 200 zu 100. Ich packe mein Blutdruckmessgerät aus, 200 zu 100, beide Arme. Was ist es gewesen? Ich gehe wieder raus und dann habe ich normalen Blutdruck. Und dann habe ich gemerkt, dass die Anwesenheit von so vielen Menschen, die dort geimpft sind, wie gesagt, Chile habt ihr gesehen, Impfquote 92% und der Behörde wahrscheinlich 100%, die atmen alle diese Impfmoleküle aus und mein Körper wehrt sich dagegen. Und das kann man aber behandeln mit den gezielten Frequenzen. Und wenn jemand nicht geimpft wurde, so atmet er trotzdem diese Impfmoleküle ein. Und nach Jahren kann es tatsächlich passieren, dass er ernsthafte Probleme dadurch bekommt, dass sein Körper es nicht schafft, die alleine loszuwerden, oder dass er Unterstützung braucht. Und das Shedding, das ist Stand der Wissenschaft, das ist nicht irgendwie eine Sache, die
die nicht existiert. Das wurde sehr lange in Frage gestellt. Auch Professor Bhakti, mit dem ich gesprochen habe, hat es nicht geglaubt. Mittlerweile glaubt er es auch. Ich habe das Shedding schon, nachdem die ersten Impfungen vorgenommen wurden, bei meinen Patienten in der Praxis gesehen, feststellen können. Es haben Patienten über Beschwerden geklagt, die ähnlich den Geimpften waren, und sie haben die gleiche Testung auf Impfmoleküle wie die Geimpften gehabt. Nicht in so einem heftigen Ausmaß, aber es war durchaus auch vorhanden. Und da habe ich gewusst, dass dieses Shedding existiert. Und ich erinnerte mich an die Tatsache, dass die Firma Pfizer in den 1990er Jahren einen Impfstoff entwickelt hat gegen Tollwut. Und da wurden also Fleischköder mit Tollwut-Impfstoff im Wald ausgelegt, damit die Füchse den fressen. Und es mussten nicht alle Füchse den Köder fressen, es reichte, wenn ein Fuchs den gefressen hat und hat die anderen Familien und Rudelmitglieder damit ja, infiziert, kontaminiert, sodass dann alle gegen Tollwut geimpft waren. Also das war für mich insofern keine neue Geschichte, das Shedding. Und also wenn das jemand behauptet, von mir aus kann er es behaupten, aber die Wirklichkeit sieht halt anders aus. Ja, und dann hatten wir diese Studien, wie toll diese Impfungen waren. AstraZeneca. Mein Onkel ist 3 Wochen nach AstraZeneca-Impfung gestorben. Der hat eine Hirnvenenthrombose bekommen und hat dann noch 2 Wochen ganz schlimm gelitten. Ja, es wurde immer gesagt, dass die Wirksamkeit gut ist, über 90%, und dass die vor Übertragung schützt. Es entsprach alles nicht den Tatsachen. Und auch für die anderen Impfstoffe, Spikevax von Moderna und von Pfizer, wurde von über 96% gesprochen. Stimmte alles nicht. Die Leute wurden kränker und kränker, aber die Gehirnwäsche ging weiter. Und meine Kollegen impften weiter, was das Zeug hielt. Ja, es wurde empfohlen für Erwachsene, später auch für Kinder von der STIKO, von der Ständigen Impfkommission. Es wurde verharmlost, es wurden also typische Impfreaktionen wie Schmerz an der Impfeinstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, ein bisschen Muskelschmerzen, Frösteln, Gelenkschmerzen, ein bisschen Fieber. Das waren alles Symptome, die angeblich eine Wirksamkeit der Impfung anzeigen. Ja. Aber es hat keiner gefragt, was ist wirklich in der Impfung drin. Und die Inhaltsstoffe aller Corona-Impfstoffe sind stabile mRNA- und DNA-Moleküle. Das heißt, mRNA und DNA, die zerfällt normalerweise, wenn man sie aus dem Körper nimmt. Die musste irgendwie stabilisiert werden, und dafür gab es einen Nobelpreis. Und ja, was man daraus gemacht hat, ist natürlich nicht so schön. Es findet ein Einbau in die zelluläre Genstruktur statt. Das heißt, die Menschen werden durch diese Impfmoleküle in ihrem Bauplan verändert. Das Graphenoxid ist sichtbar und auch biophysikalisch testbar. Jeder Arzt hat ein Mikroskop, der hätte den Impfstoff einfach aus dem Impfstoff einen Tropfen nehmen sollen und unter dem Mikroskop angucken. Dann hätte er sagen können, ob er das Präparat gespritzt haben möchte oder nicht. Oder würde ein Arzt mit Absicht einem Patienten so ein Risiko zumuten wollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man das einfach verdrängt hat. Und sind auch Parasiten in dem Impfstoff drin gewesen? Eine Hydra vulgaris, ein Süßwasserpolyp. Der ist wohl ziemlich harmlos, aber was der wirklich macht oder ob der irgendeine Aufgabe hat, ich weiß es nicht. Aber er war sichtbar.
Diese Affenpockenviren waren auch drin, außer beim Sputnik V. Und ja, das hat zur Folge, dass der Körper Spike-Proteine produziert. Und wann er damit aufhört, man weiß es nicht. Bei manchen hört er vielleicht nie auf. Das Ganze hat Einfluss auf das Immunsystem, auf die Durchblutung, auf die Sauerstoffversorgung, auf das Nervensystem, auf die Herzfunktion, auf die Hormonsteuerung. Also, und das wirkt bei jedem anders. Und ja, es gab ganz viele Impfchargen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es 13.000 verschiedene Impfchargen gab. Und ich habe festgestellt, dass es Impfchargen mit der gleichen Nummer gab, wo die Schwingungsmuster einfach nicht übereinstimmten. Das heißt, da waren unterschiedliche Stoffe drin. Also auch so weit ist man gegangen. Und ich habe Impfstoffe gesehen oder Stempel gesehen von Patienten, die hatten im Impfpass Moderna stehen. Und ich habe aber Pfizer-BioNTech getestet mit biophysikalischer Medizin. Und ich habe nicht Moderna behandelt. Ich habe Pfizer-BioNTech behandelt und dann ging es denen wieder gut. Ja. Also es ist eine totale Verwirrung herbeigeführt worden. Und es konnte eigentlich keiner so richtig da durchblicken. Und das war mühsam, das zu verstehen und dann entsprechend zu reagieren. Ja, Frage, wie erkennt man einen Impfschaden? Die Antwort ist gar nicht. Impfschäden existieren nicht. Ja? Ein Richter vom Sozialgericht in Essen hat gesagt, Impfschäden funktionieren nicht. Und ich habe auch eine Klage gehabt gegen mein Handbuch für gezielte Frequenztherapie. Das kann man vorne am Stand auch kaufen, wenn man will, für 20 Euro. Das konnte man kostenlos herunterladen. Und ich habe geschrieben, dass ich Viren, Bakterien und Parasiten behandeln kann. Das sind meine Erfahrungen. Das darf ich nicht mehr. Und es steht auch drin, dass ich Impfstoffe, Impfschäden behandeln kann. Die Richterin hat geschrieben, Impfschäden gibt es nicht, also kann man das auch gar nicht verbieten. Witzig, ne? Aber ist so. Die Meldungen von Impfschäden werden von Medizinern häufig unterlassen. Also der Gesundheitsminister Lauterbach sprach von einem Fall auf 10.000 Impfungen. Bei 200 Millionen Impfdosen kämen wir auf 10.000 Fälle immerhin in Deutschland. Es sind weit mehr. Und dem Robert-Koch-Institut gemeldete 333.492 Verdachtsfälle werden mehr oder weniger nicht ganz ernst genommen. Anerkannte Fälle in Deutschland gibt es ca. 300. Und es ist sehr schwierig, einen anerkannten Impfschaden zu bekommen. Meistens werden die Leute mit Peanuts, mit einer kleinen Rente abgefunden, nicht? Und wann kann man denn von einem Impfschaden ausgehen? Wenn ein zeitlicher Zusammenhang der Beeinträchtigung mit dem Impfereignis einhergeht, je kürzer, umso wahrscheinlicher. Also am besten die betroffene Person soll dann, während die Spritze noch im Arm ist, gleich umfallen. Wir haben aber ein Problem hier. Die Impfschäden können nach Monaten, nach Jahren und auch nach Jahrzehnten auftreten. In der biophysikalischen Analyse finden sich Aluminiumsalze, Thiomersal, Formaldehyd, Phenol, fetale bzw. embryonale Zellen, Viren, Plasmide sind Virusteile. Das Simian-Virus SV40, das ist offiziell, kann man nachlesen, sind 100 Millionen Menschen mit dem Simian-Virus 40 geimpft worden. Das war diese Schluckimpfung. Ihr erinnert euch an den Slogan, Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Was man uns nicht erzählt hat, ist, dass das Simian-Virus 40 da drin ist. Das Simian-Virus 40 finde ich in Patienten,
die einen Brustkrebs haben, die einen Bauchspeicheldrüsenkrebs haben, die einen Gebärmutterkrebs haben, Lungenkrebs. Und es gibt auch noch andere Viren in Impfstoffen. Und ich weiß nicht, ob das Zufall ist, dass die Affennierenzellen, die dieses Simian-Virus 40 enthalten, da in diesen Impfstoffen drin ist. Es gibt ein verrücktes Video von einem Chefwissenschaftler bei der Firma Roche, die damals diesen Impfstoff herausgebracht hat. Und der sagt, dass das Teil einer biologischen Kampfführung gegen den Ostblock, gegen Russland gewesen wäre. Im Hintergrund hört man dann so ein Lachen. Also ich will das mal jetzt nicht bestätigen oder irgendwie bewerten, aber es ist schon ganz merkwürdig, dass man das herausgebracht hat. Von einem Impfschaden kann man ausgehen bei Immunerkrankungen wie Asthma, Diabetes mellitus, Rheuma, Morbus Crohn, Neurodermitis, Psoriasis, Colitis ulcerosa. Alles Krankheiten, die chronisch sind und die nicht weggehen. Ist doch prima, wenn man mit einer Impfung so eine Krankheit bekommt. Da reibt sich doch die Pharmaindustrie richtig die Hände. Bei neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie, ADHS, Restless Legs, Asperger-Syndrom, Autismus, Lähmung, Psychosen, Schizophrenie, alles mit Impfviren zu tun, das sind Impfschäden. Bei Tumorerkrankungen testen im Tumorgewebe die Viren wie dieses bereits genannte SV40, Retroviren, Reoviren, Lacosbunia-Viren, auch in den Impfstoffen. Das heißt, es ist doch naheliegend, dass diese Viren in die Krebskranken über diese Impfstoffe gekommen sind. Also einen anderen Weg wüsste ich jetzt nicht. Ja, es ist ganz schwer, sowas anzunehmen, und es ist halt Tatsache, man kann es nicht ändern. Und auch wenn wir nicht drüber sprechen, wenn wir es nicht verschweigen, so ist es trotzdem da. Man macht Unterschiede zwischen Long- bzw. Post-Covid und Post-Vax sowie ME, myalgische Enzephalitis. Da geht es einem also richtig schlecht, man hat Schmerzen, man hat eine Entzündung im Gehirn. Und CFS, Chronic Fatigue Syndrom, das tritt nach der Impfung halt sehr häufig auf. Es ist anderweitig nicht erklärbar. Man war gesund, es ging einem gut, man war leistungsstark, man war Sportler, und dann auf einmal kann man nicht mehr, weil man Schmerzen hat, weil man müde ist und keiner glaubt es einem. Ja, man kann ja nicht irgendwie den fremden Schmerz fühlen. Man sieht nur, wie der Betroffene, die Betroffene dann leiden. Aber so richtig nachvollziehen lässt sich das nicht. Es treten langanhaltende Entzündungen auf, Blutgefäßverschlüsse, Virusbestandteile im Körper werden freigesetzt. Das Epstein-Barr-Virus wird aktiviert. Das ist ein Virus, das Immunsystem völlig lahmlegt. Man bekommt eine gestörte Darmflora. Man bekommt Autoimmunreaktionen gegen den eigenen Körper. Und das Robert-Koch-Institut weiß es, aber es muss noch weiter geforscht werden. Es muss geforscht werden, damit dort irgendjemanden ein Licht aufgeht, das dann sozusagen die Menschen von diesen Leiden befreit. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, man spricht von Impfreaktionen an der Stichstelle und sagt, das gehört dazu. Man spricht von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, UAW, nach Impfung, wie diese myalgische Enzephalitis und das Chronic-Fatigue-Syndrom. Nach § 6 Absatz 1 Nummer 3 Infektionsschutzgesetz sind Impfschäden übrigens namentlich vom Arzt an das Gesundheitsamt meldepflichtig.
Aber welcher Arzt hat das gemacht? Und haben die Ärzte dann auch die Patienten gemeldet, die sie selber geimpft haben? Ich glaube nicht. Die haben sich alle strafbar gemacht. Ein Impfschaden ist nach Paragraph 2, Nummer 11 Infektionsschutzgesetz die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung. Zuständig ist dann das Versorgungsamt. Ja. Das Paul-Ehrlich-Institut erhielt bis 19.05. 23.574 Fälle und hatte aber 340.000 Verdachtsfallmeldungen bekommen, aber hat dementsprechend gar nicht reagiert, hat die Bürger nicht informiert, hat sie nicht gewarnt. In Deutschland wurden 192 Millionen Impfdosen verabreicht, weltweit 11 Milliarden Impfungen. Das heißt, der ganze Planet ist geimpft. Durch die Impfung wurde die menschliche Rasse verändert. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die Spezies ist jetzt nach den Impfungen eine andere. Die Wirkung der Impfung basiert auf der Produktion der Spike-Proteine. Die Spike-Proteine sollen vom Immunsystem erkannt und zerstört werden. Das heißt, wenn dann Wildviren kommen und produzieren diese Spike-Proteine, dann werden die angegriffen. Aber der Körper hat sie ja selber in seinen Zellen drin. Er hat also eine Spike-Fabrik und diese Spikes werden an der Oberfläche der Zelle projiziert. Das Immunsystem erkennt die Zelle nicht mehr als eigene an und fängt sie an zu zerstören durch entzündliche Reaktionen. Das ist eine sogenannte Autoimmunreaktion. Und dafür wird eine genetische Programmierung durch eingeschleuste mRNA oder DNA in sogenannten Nanolipidpartikeln verwendet. Also das ist da eingebaut worden, um das gezielt an die Stelle zu bringen, damit das auch dort entsprechend wirkt. Und dass die Wirkungen nicht heilsam sind, das sollte eigentlich den meisten Menschen verständlich sein. Und der Eintritt erfolgt über die Spritze, er kann aber auch über Pflaster kommen, über die Atmung, oral über Essen und Trinken, über Medikamente. Und die Spike-Produktionsdauer, möglicherweise lebenslang, ich weiß es nicht. Also wir bekommen ja auch nichts erzählt, wir werden ja mit Absicht dumm gehalten. Dumm und ängstlich, das sind die Traumbürger, die sich jede Politik wünscht. Oder die Politik, die wir gerade haben. Es gibt ja auch eine andere Politik, die sich tatsächlich um das Wohl der Bürger kümmert. Die Veranstaltung, ich will noch mal erinnern, wird nicht von einer Partei, die im Bundestag sitzt, hier veranstaltet. Ja. Ich hoffe, ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie ja, da mehr Menschen versammelt bekommen, die dann zu Ihnen stehen, die merken, wer ihnen eigentlich hilft und wer ihnen schadet. Also im Augenblick scheint es nicht so gut zu funktionieren. Ja, ungefähr 10% der Zellen einer geimpften Person produzieren unerwünschte Proteine. Es ist also ein biologischer Abfall mit Folgen. Ein Baustein der Impf-Spike-mRNA ist das Pseudouridin, welches messbar nachweislich ist. Und falsche Proteine verändern den Bauplan und führen zu Fehlern in der Zellstruktur und auch in der Zellfunktion. Es führt zu Autoimmunerkrankungen und zur Tumorbildung. Ja. Also da gab es also einen Artikel, der wurde im Dezember 23 in dem Magazin Nature veröffentlicht, ein sehr angesehenes Wissenschaftsmagazin. Er wurde übrigens schon im Januar eingereicht. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, was sehr ungewöhnlich ist, dass der so lange gebraucht hat, bis er die Freigabe bekommen hat. Ja, hier ist es ziemlich klein.
Ich wollte euch zeigen, dass hier ein Labor gibt, das MMD Magdeburg Molecular Detection GmbH. Das wird geleitet von der Frau Professor Dr. Brigitte König. Und hier können Sie also Nachweis von Impf-mRNA untersuchen lassen. Das heißt, Sie können feststellen, ob Sie solche Impfmoleküle im Körper haben. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man geimpft wurde, und kann dann eine Therapie machen, zum Beispiel unsere Frequenztherapie, und dann sehen, wie ist es vorher, nachher gewesen. Wir wollen diese Methode, die jetzt relativ kurz auf dem Markt ist, auch anwenden, um auch die laborchemische Wirksamkeit der Frequenztherapie dann zeigen. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass uns das gelingen wird. Wie diagnostiziert man Impfschäden mit biophysikalischer Medizin? Also mit der sogenannten EAV-Methode, der von Dr. Reinhold Voll begründeten Elektroakupunktur nach Voll. Also wenn Sie die nicht kennen, ist nicht schlimm. Das wissen nur Naturheilkundler eigentlich. Auch Ärzte kennen das nicht. Man muss dazu sagen, dass wir Messpunkte an den Händen und an den Füßen haben. Das sind die Endpunkte der Akupunkturmeridiane, und dort hat Dr. Voll den Hautwiderstand gemessen. Und wenn er gesehen hat, dass er von der Norm abweicht, dann war der Energiefluss in den Meridian oder das dahinterliegende Meridian nicht im Gleichgewicht. Und wenn man Geimpfte untersucht, dann haben die Geimpften immer alle Meridiane schwach. So wie beim Epstein-Barr-Virus, da sind auch alle Meridiane schwach. Den Leuten geht es auch meistens schlecht. Und diese Punkte kann man messen. In den Kursen, die ich abhalte, zeige ich das dann auch den Teilnehmern, so dass man dann auch feststellen kann über die einfache EAV-Testung. Das dauert 4-5 Minuten, dann weiß man es. Kann man ganz leicht feststellen, ob jemand eine Impfung hat oder nicht. Und ich habe einen Punkt gesucht, der mir gefehlt hat beim Dr. Voll. Das ist das vegetative Nervensystem. Und das habe ich am kleinen Finger gefunden. Ich zeige Ihnen dann gleich ein paar Bilder, da können Sie das sehen. Und der Punkt wurde also von mir ermittelt. Und dementsprechend habe ich ihn nach mir benannt, Vegetativum nach Rastogni, so bescheiden wie ich bin. Er zeigt die Schwäche des vegetativen Nervensystems an. Wenn zum Beispiel jemand ein Shedding hat, dann ist dieser Punkt schwach. Dann weiß man, der hat ein Shedding, da muss ich nach dieser Geschichte suchen. Das vegetative Nervensystem steuert den Zellstoffwechsel, also alles, was unser Leben ausmacht. Unser Stoffwechsel, unsere Temperatur, das Atmen, das Verdauen, die Hormonfunktion, der Herzschlag, alles wird vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Und dieses wird durch den Impfstoff beeinträchtigt. Das ist so, wie wenn Sie ein Unternehmen aushebeln wollen. Ich habe einen Studienfreund gehabt, der war Vice President bei einem Pharmakonzern. Er hat mir gesagt, Stefan, wenn wir ein Unternehmen übernehmen wollen oder platt machen wollen, dann schleusen wir den ein paar Leute rein. Dann wissen die, wie die ticken, wir kennen die Schwachstellen, und dann nutzen wir das für uns, um sie dementsprechend für uns zu gewinnen. Und diese mRNA- und DNA-Moleküle, die in den Körper gelangen, die gehen in das vegetative Nervensystem. Und das vegetative Nervensystem wird weitgehend abgeschaltet. Das heißt, das Immunsystem kann gar nicht mehr richtig reagieren. Und daher trägt das auch dazu bei, dass entsprechend diese Autoimmunerkrankungen entstehen, dass Krebserkrankungen entstehen, dass das Immunsystem einfach abgeschaltet wird. Ja. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt.
Die Punkte hier sehen wir nochmal. Auf den Händen ist Lymphe, Lunge, Dickdarm, Nervensystem, Kreislauf, Allergie, Organstoffwechsel. An dem erkennt man, ob eine Krebserkrankung besteht oder droht. Dreifacher Erwärmer, der steuert die inneren Drüsen, Schilddrüse, Nebenniere und so weiter. Dünndarm, dann das Vegetativum nach Astogni. Dann an den Füßen Milz, Pankreas, je nachdem, ob es links oder rechts ist. Die Leber, Gelenke, Magen, Bindegewebe, Haut, Fettstoffwechsel, Gallenblase, Niere und Blase. Und hier sind die Punkte nochmal eingezeichnet. Und wir sehen hier den VR-Punkt, der testet also hier zwischen den zwei Gelenken in der Mitte. Und das sind dann die anderen Punkte. Die werden einfach abgetastet und dann sieht man, wie entsprechend das Immunsystem reagiert. Hier haben wir das Ganze an den Füßen und hier ist der berühmte Milzpunkt. Wenn der schwach ist, dann sind alle anderen Punkte auch schwach. So kann ich ganz leicht erkennen, ob jemand einen Impfschaden hat oder nicht. Ja? Und wenn ich dem dann die Therapie mit den gezielten Frequenzen zuführe, das heißt, er wird mit dem Frequenzgenerator angeschlossen, mit dem entsprechenden Chip, und ich teste dann nochmal die Meridianpunkte aus, dann sehe ich, dass die ausgeglichen sind. Und so kann ich auch testen, ob meine Therapie funktioniert oder nicht funktioniert. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach, das zu sehen, und das kann jeder lernen. Ja? Einfach zu meinem Kurs kommen. Man muss noch nicht mal ein Arzt sein. Ja, wir haben leider schwere Impffolgeschäden. Wir haben Herzstillstand, plötzlich und unerwartet. Das ist mittlerweile eine Diagnose, die gar nicht so selten auftritt. Wir haben Herzinfarkte, Herzmuskelentzündung, Schlaganfälle, Hirninfarkte mit Lähmung, neurologische Erkrankungen, Alzheimer-Demenz, Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eine Erkrankung des Nervensystems, kommt ganz plötzlich. Wird manchmal von alleine besser, manchmal hält sie sehr lange an. Man ist schwach, man hat Schmerzen, man kann kaum aufstehen. Parkinson, diese Schüttellähmung. Augeninfarkte mit Blindheit treten auf. Zehntausende in Deutschland. Natürlich wird das nicht als Impfschaden gemeldet. Ohrinfarkte mit Taubheit und Schwindel. Darminfarkte mit akutem Abdomen. Ich kenne eine Patientin, die ist 10-mal operiert worden wegen Darminfarkt. Ja, da ist eine Arterie zugegangen, die den Darm versorgt hat. Dann wurde der Darm nicht mehr durchblutet. Es kam ja zu einem Absterben von Darmwandgewebe. Es kam zum Durchbruch in die Bauchhöhle, zur Peritonitis. Die Patientin wurde über 20 Stunden operiert. Musste dann nochmal nachoperiert werden, weil sie eine Nachblutung hatte. Und dann mussten noch weitere Operationen erfolgen. Also 10 Operationen, 12 Reanimationen hat die hinter sich gebracht. Und sie ist nicht klein zu kriegen. Und ich denke, dass wir solchen Beispielen auch nachahmen sollten. Wir sollten uns keine Angst machen lassen. Wir haben einen Wahnsinnskrebsanstieg wegen dem Eiweiß P53. Das P53 reguliert die Bildung von Tumorzellen. Es kontrolliert sozusagen, wenn eine Zelle neu gebildet wird, dann ist das so eine Art Güteprüfung, ob jetzt diese Zelle normal ist oder ob sie eine Tumorzelle ist. Ist sie eine Tumorzelle, dann zerstört dieses Eiweiß P53 oder es verhindert die weitere Bildung dieser Zelle, die geht dann unter. Interferon hat auch diese Fähigkeit. Und das Interferon ist auch wichtig bei der Behandlung von oder bei der Abwehr von Infektionen, von Virusinfektionen vor allem, aber auch bei der Abwehr von Tumorzellen. Ja. Es entstehen Folgeschäden, körperliche und psychische. Es kommt zu einer Behinderung der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeiten. Die Folgekosten dieser Impfkampagnen sind
haben eine horrende Höhe. Ja? Und das Leid ist unermesslich. Und wenn wir da einfach still zuschauen und sagen, okay, hat mich jetzt nicht direkt so betroffen, ich mache jetzt einfach mal so weiter, ich kann ja eh nichts ändern. Doch, man kann was ändern. Aber man muss aufstehen, man muss Courage zeigen und nicht das tun, was ja gegen uns Menschen gerichtet ist. Ja. Das Graphenoxid, ein sogenanntes Supermaterial, findet Verwendung in Batterien, in der Biomedizin, in Biosensoren, in der Optoelektronik. Es dient der Energieumwandlung, es bindet an Metallnanopartikel. Graphen kann magnetische Eigenschaften besitzen, kann somit als Bauteil für spinbasierte Elektronik bei Raumtemperatur dienen. Also der Traum vom vernetzten Gehirn oder Menschen, der kann durch das Graphenoxid tatsächlich wahr werden. Ein epitaktisches Wachstum ist möglich, das heißt, das tut sich selbst entsprechend ausrichten und aufbauen. So sieht Graphenoxid aus, wenn man es unter dem Mikroskop aussieht, in einem Impfstoff. Hier ist zum Beispiel Graphenoxid im Kapillarblut eines Pfizer-BioNTech-Geimpften, der die Impfung 3 Monate zuvor bekommen hat. Ja, man sieht die roten Blutzellen, man sieht diese metallartige, funkelnde Struktur. Hier sieht man Pfizer-BioNTech-Impfstoff, der Impfstoff selbst, den ich aus einem Gläschen herausgenommen habe und auf einen Objektträger gelegt habe. Ja, warum ist das im Impfstoff drin? Das ist moderner, auch Graphenoxid. Das hier ist AstraZeneca. Das ist auch AstraZeneca. Das ist Johnson & Johnson, sieht aus wie eine Nagelbombe. Das zirkuliert im Körper. Warum ist das in den Impfstoffen drin? Warum ist es in allen Impfstoffen drin? Wenn man es vergrößert, dann sieht es so aus. Ja. Und es hat magnetische Eigenschaften, wenn es im Körper ist. Es kursierten so Videos. Da habe ich auch gedacht, also irgendwie kann das ja nicht normal sein. Ist das bei meinen Patienten auch so? Dann habe ich geschaut. Das ist aber bei meinen Patienten genauso. Ja? Und nicht nur dort, wo geimpft wurde, auch am Rücken. Das Zeug verteilt sich. Ja. Ich habe jetzt noch ein paar Videos von Impffällen. Also die habe ich interviewt. Und ich glaube, es sind 3 oder 4. Und damit ihr so authentische Testimonials bekommt. So, ich möchte im Rahmen der Patientenvorstellung eine 81-jährige Patientin vorstellen mit einer sehr interessanten Krankheitsgeschichte. Ich habe die Patientin. Heute ist der 6. Mai 2021 und Sie sind am 23.03. geimpft worden. Ja, genau. Erzählen Sie mal ganz kurz Ihre Erfahrung. Ja, ich bin geimpft worden und hatte halt eine Vorgeschichte. Mit welchem Impfstoff? Moderne. Mhm. Und habe auch eingetragen, dass ich mal einen anaphylaktischen Schock hatte. Mhm. Da hat die Ärztin gesagt, oh, da müssen wir aufpassen, da müssen Sie dann länger bleiben, eine Dreiviertelstunde. In einem Impfzentrum ist das gewesen? Ja, im Zentrum in Ingelheim. Mhm. Und nach 20 Minuten auf einmal habe ich nur noch Schatten gesehen vor meinen Augen und Kopfschmerzen und Zittern, so nur noch gezittert, und mein Mann hat den Arzt geholt und er hat mich dann direkt mitgenommen in sein Arztzimmer, und dann ging das richtig los, dass ich richtig so einen Zitteranfall hatte und wurde dann behandelt, aber nach 2,5 Stunden. Man hat Sie 2,5 Stunden im Impfzentrum gelassen? Ja. Was hat man da behandelt? Ich habe
gekriegt. Sie Cortison bekommen? Cortison und noch eine andere Spritze, weiß nicht, was das war, und Infusion. Mhm. Und mein Blutdruck war 210 zu 105. Mhm. Und dieses ging nicht runter und mein Zittern wurde nicht besser. Mhm. Erst nach 2,5 Stunden ist es etwas runtergegangen und dann haben die Ärzte gesagt, also Sie müssen nochmal ins Krankenhaus überwachen. Mhm. Und dann hat man Sie mitgenommen ins Krankenhaus, nach Bad Kreuznach, glaube ich, nicht? Nee, nach Bingen. Nach Bingen. Mhm. Und da zur Überwachung. Und abends wurde es besser und da konnte ich wählen, nach Hause oder dort bleiben. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn ich gut drauf bin, kann ich nach Hause gehen. Aber nach 2 Tagen, also es war Dienstag und Mittwoch, war ich zu Hause, da ging es mir einigermaßen. Und Donnerstagmorgen habe ich genau diesen Anfall nochmal bekommen, zu Hause. Mhm. Hat meine Tochter gleich einen Notarzt gerufen und die haben dann das Gleiche wieder festgestellt und dann musste ich noch mal ins Krankenhaus. Mhm. Und da war ich 4,5 Tage. Waren Sie auf der Intensivstation auch? Intensiv war ich nicht, aber im Zweibettzimmer und habe dann Untersuchungen gehabt. Was hat man Ihnen gegeben als Therapie? Eigentlich gar nichts. Wahrscheinlich Cortison, oder? Ja, Cortison habe ich ja schon bekommen, das habe ich im Krankenhaus nicht mehr bekommen, nur für den Blutdruck, weil mein Blutdruck dann so hoch war und dafür habe ich dann eine Tablette bekommen. Und nach 4,5 Tagen bin ich dann entlassen worden. Und dann bin ich bei Ihnen gelandet und das war meine Rettung, weil ich mich noch so furchtbar gefühlt habe. Und eine Gürtelrose bekommen habe, schon im Krankenhaus. Ich dachte, das wäre so ein Ausschlag, aber das war dann mit diesen Bläschen, also die ganze rechte Seite, wissen Sie ja, wie ich aussah. Und das habe ich nur durch das Zappen zurückbekommen, also zurückgedrängt und geheilt. Ne? Ich bin ja heute geheilt. Sozusagen, also Sie sind ungefähr 3 Wochen, 2,5, 3 Wochen nach der Impfung sind Sie dann zu mir gekommen, nachdem Nachbarn oder Freunde Ihnen zugeredet haben, hierher zu kommen, weil ich eben eine gezielte Frequenztherapie gegen diese Impfbelastungen habe. Das hat also sehr gut funktioniert. Als ich die Elektroakupunkturtestung bei Ihnen gemacht habe, am Anfang waren alle Meridianpunkte geschwächt. Ja. Und jetzt kommen Sie 4 Wochen später und alle Meridianpunkte sind ausgeglichen. Und wir haben keine Schmerzen. Sie haben keine Schmerzen, die Gürtelrose hat sich zurückgebildet. Mhm. Ja. Ja. Insofern fühlen Sie sich gut. Bei mir ist noch eine Kleinigkeit, die durch eine andere Impfbelastung, durch Polioviren in Ihrer Kindheit noch in Ihnen steckt. Die holen wir aber auch noch raus. Aber insgesamt sehe ich Sie über den Berg. Sie haben eine ganz andere Ausstrahlung. Also Sie waren im Prinzip, sahen Sie sehr schlecht aus. Ich habe mich so gefühlt, sowas von schlecht. Also so habe ich mich noch nie gefühlt in meinem Leben. Also ich war am Ende auch nervlich, weil ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich nicht liegen konnte. Ich hatte solche Schmerzen. Ja, ja. Und jetzt kann ich wieder schlafen und ich brauche keinen Schmerzmittel mehr. Okay. Also ich gehe davon aus, dass die zweite Moderna-Dosis für Sie jetzt nicht in Frage kommt. Nein, absolut nicht mehr. Okay. Haben die Ärzte auch gesagt, würden Sie mir nicht empfehlen. Sagen Sie mal, im Krankenhaus, hat man da gemeldet, dass das eine... Nein, die haben das doch so sich geäußert, sie könnten das nicht feststellen, dass das von der Impfung kommt. Es wäre vielleicht die Angst gewesen, dass ich Angst hätte vor der Impfung. Habe ich mich ja richtig aufgeregt. Ne? Also wenn Sie Angst vor der Impfung gehabt hätten, dann wären Sie ja nicht hingegangen, nicht? Ja, genau. Dass ich mich, und Sie können das nicht bestätigen. Das ist die Frechheit. Also gehören Sie auch zur Dunkelziffer der Impfschäden oder Impfzwischenfälle? Aber ich denke, in Ingelheim, die haben das sicher gemeldet. Müssen die ja, ne? Weil okay, müsste man mal nachhaken, ob das wirklich so ist. Aber im Krankenhaus, die müssen das da nicht... Der eine Arzt war dafür, der hat gesagt, kann nur davon kommen. Ja. Und der Chefarzt hat gesagt, er wäre nicht davon überzeugt. Ja. Gut, dann vielen Dank, dass Sie bereit waren, Ihre Geschichte hier zu erzählen, damit andere auch von diesen Erfahrungen profitieren können. Ja. Ja. Und dass die gezielte Frequenztherapie tatsächlich eine wirksame Behandlung darstellt. Und wir haben jetzt schon mehrere Fälle, die
alle so gut gelaufen sind. Ich hoffe, dass das auch immer so gut klappt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auch Patienten helfen kann, wenn die Impfung schon 6 oder mehr Monate zurückliegt. Das wird die Erfahrung dann zeigen. Ja. Dann alles Gute weiterhin für Sie. Ich danke. Ja. Danke. 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 Also das war 2021. Ich kann sagen, dass die Behandlung auch nach 3 Jahren noch erfolgreich ist, wenn nicht zu große Zellschäden angerichtet wurden. Also wenn die Impfung kurz zurückliegt, ist natürlich die Aussicht auf Therapieerfolg wesentlich größer. Ich will hier nochmal einen Fall vorstellen, auch interessant. Hallo, heute ist der 25. Januar 2023. Ich bin Dr. Stefan Rastogny. Ich möchte im Rahmen der Patientenvorstellung eine Patientin vorstellen, die 68 Jahre alt ist und die ist wegen verschiedenen Problemen zu mir gekommen. Im Vordergrund stand Müdigkeit und Energielosigkeit und in der Vorgeschichte ist eine Impfung mit BioNTech von Mai 2021 und dann einen Monat später und dann zuletzt noch mit Moderna eine Boosterung im Januar 2022. Vielleicht erzählen Sie uns ganz kurz, wie Sie sich gefühlt haben nach den Impfungen. Die letzte Impfung, die Booster-Impfung, habe ich nicht gut vertragen. Und nach habe ich gemerkt, dass meine Energie geschwunden ist, dass meine Lebensqualität nicht mehr da war. Ich war abgeschlagen. Ich hatte auch bestimmte Fähigkeiten nicht mehr ausführen können. Ich hatte Probleme mit meinen Händen und vor allen Dingen meine Lebensqualität war plötzlich nicht mehr da. Ich hatte keinen Antrieb. Ja, und ja. Das hat sich dann aber nach und nach mehr und mehr verschlechtert, bis ich dann zu Dr. Rastogny kam. Sie waren also nicht belastbar, haben Husten auch gehabt, starke Husten? Ja. Waren also häufig erkältet? Ja, das auch. Und das war vor der Impfung eigentlich nicht der Fall gewesen? Nein. Ja. Gut, Sie haben dann irgendwie erfahren, dass ich eine Behandlungsmethode habe, um die Impfung wieder loszuwerden. Und das haben wir gemacht. Sie sind zu mir am 22. November gekommen, also jetzt haben wir 2 Monate später. Wir haben die Belastung, die ich bei Ihnen gefunden habe, und die Impfstoffe ausgeleitet. Wir haben auch Graphenoxid gefunden und auch die Hydravulgaris, Wasserpolypen, die auch durch die Impfung übertragen werden. Dann waren noch 2 Borrelien da die Affenpockenviren waren auch da und Coxsackie B5-Viren, Schistosomen, Trichin es waren auch entartete Zellen zu testen, die auch durch die Impfung getriggert werden. Und ich habe sie heute untersucht, die Belastungen sind bis auf eine einzige alle weg. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Ich habe mich eigentlich schon gleich nach den Anwendungen mit den Chipkarten schon besser gefühlt. Meine Lebensqualität war da, ich war agiler, ich bin morgens aufgestanden und habe praktisch den Tag begrüßt. Und das hat mir wirklich sehr viel geholfen, dass ich auch mehr Lebensqualität nochmal in mir selber gefunden habe. Ja, ja. Also mich freut es sehr, dass das so schnell geholfen hat. Ja. Und obwohl jetzt die Impfung auch schon ein ganzes Jahr zurückgelegen hat, haben wir immer noch ein sehr gutes und schnelles Ergebnis gesehen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bereit waren, hier am Interview teilzunehmen, um anderen auch Mut zu machen,
dass man dieses Problem auch loswerden kann. Ja, und wie gesagt, man sollte sich dessen bewusst sein, dass es auch hilft. Man spürt es. Dankeschön. Danke. Ja, war auch eine sehr dankbare Patientin. Hier ist ein Therapeut, der über die Erfahrung spricht. Hallo, ich würde gerne im Rahmen der Patientenvorstellung einen 67-jährigen Patienten vorstellen, der fünfmal mit dem Covid-19-Impfstoff Comirnaty geimpft wurde. Ja. Er selbst arbeitet im Gesundheitswesen und war verpflichtet, diese Impfungen über sich ergehen zu lassen. Und ich würde gerne wissen, wie Ihre Erfahrungen mit der Impfung gewesen sind. Also nach den Impfungen kurzfristig habe ich eigentlich keine Probleme gehabt. Mhm. Aber langfristig sah das anders aus. Ich wurde also immer schlapper. Ja, ich bin Straßen mit Steigungen kaum noch hochgekommen und in den fünften oder siebten Stock in ein Hochhaus war fast nicht mehr möglich. Ja. Also ich habe dann richtig Atemnot gekriegt und sogar kleine Panikanfälle, weil die Luft knapp war. Mhm. Ja. Wir haben heute den 8. Dezember 2023. Ja. Wann haben Sie die letzte Covid-Impfung bekommen? Das war im November 2022. 2022, okay. Und also Sie sind kaum noch die Straße hochgekommen und ja. Dann haben Sie nach Hilfe gesucht und wie sind Sie dann auf mich geraten? Ja, ich bin Physiotherapeut und mache auch Hausbesuche. Und da habe ich über eine Patientin, beziehungsweise die Tochter der Patientin, die hat mir sie empfohlen. Sie selber hatte auch den Papa dran. Mhm. Und die hat von außergewöhnlichen Therapieerfolg gesprochen, nämlich offene Beine sind durch den, die Frequenztherapie wieder zugegangen. Mhm. Ja? Wobei schon eine Amputation in der Klinik im Raum stand. Ja, und das hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Ja. Sie haben dann einen Kurs bei mir gemacht und haben sich dann, nachdem Sie den Kurs absolviert haben, diesen Kurs, die Einführung in die gezielte Frequenztherapie für Anwender und Therapeuten, haben Sie dann beschlossen, auch zur Therapie selbst zu kommen. Und ich habe Ihnen während dem Kurs schon eine Chipkarte gegeben, wo die Frequenzen gegen den Pfizer-Impfstoff drauf gewesen sind, auch gegen das Graphenoxid und gegen die Hydra vulgaris, einen Parasiten, den man auch mit dem Impfstoff in Zusammenhang bringt. Wie ist es dann gewesen? Nach welchem Zeitraum haben Sie denn gemerkt, dass es besser wurde? Also schon nach sehr kurzer Zeit, etwa eine Woche, ja, und ich kam die Straße, die ich täglich gehen muss, schon erheblich besser hoch. Mhm. Ja. Mhm. Und der Prozess, der Besserungsprozess, der läuft eigentlich noch weiter, kontinuierlich. Und ich komme jetzt zum Beispiel in den siebten Stock ohne große Probleme. Das ist ja wunderbar. Man muss dazu sagen, dass bei Ihnen auch eine Grunderkrankung besteht, eine COPD, für die wir jetzt auch nochmal Ursachen gefunden haben. Da ist zum einen sind Coxsackie B5-Viren und zum anderen sogenannte HeLa-Zellen, die Krebs verursachen können. Besteht eine Vorgeschichte mit zwei Krebserkrankungen und deswegen hat man Ihnen auch die Covid-Impfung besonders ans Herz gelegt. Aber Sie haben gemerkt, das hat Ihnen gar nicht gut getan. Ich werde jetzt sehen, dass ich Ihnen diese anderen Keime und besonders HeLa-Zellen auch noch durch die Therapie mit den gezielten Frequenzen beseitige, sodass Sie sich dann auf eine stabile Gesundheit stützen können. Ja, gerne. Okay. Ja.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, Ihre Erfahrung mit anderen zu teilen, damit andere auch sehen können, wie wunderbar das geholfen hat. Ja, 5-mal geimpft. Er hat gesagt, er wird sich nie wieder impfen lassen. Ich habe noch ein Video, komme dann auch langsam zum Ende, von einer etwas jüngeren Frau. So, guten Tag. Ich möchte im Rahmen der Patientenvorstellung heute eine 44-jährige Patientin vorstellen. Audio. Und die sich seit circa 3 Jahren in meiner Behandlung befindet. Und ich habe seinerzeit versucht, sie davon zu überzeugen, dass sie sich nicht impfen lassen sollte, was sie aber leider getan hat. Und es kamen dann Beschwerden, die mitunter so massiv wurden, dass sie dann doch wieder zu mir zurückgekommen ist und um Hilfe gebeten hat. Vielleicht können Sie ganz kurz mal erklären, wie Ihre Erfahrungen mit der Impfung gewesen sind und warum der Druck so groß auf Sie war. Also ich war von Anfang an dagegen, mich zu impfen, als Ausnahme in meinem Umfeld, und habe es dann aber doch gemacht, weil ich dann eine neue Partnerschaft eingegangen bin und einfach das Gefühl hatte, ich möchte jetzt raus und frei sein und ich werde total eingeschränkt und praktisch drinne gehalten, wenn ich mich nicht impfen lasse. Ich konnte in kein Lokal gehen, ich konnte auf keine Veranstaltung gehen und ich hatte aber den Wunsch, auch mal mein Haus zu verlassen und mich mit meinen Freunden oder meinem Partner einfach zu verabreden. Und es hat für mich damals auch so ausgesehen, als würde sich das in den nächsten Jahren nicht wieder bessern. Im Gegenteil, man hat dann sogar von einem Impfzwang gesprochen, so dass ich dann entschieden habe, na gut, wenn der Impfzwang kommt, dann kann ich jetzt die nächsten Monate einfach auch schon geimpft sein und diese Zeit auch schon mitnehmen, wo ich frei entscheiden kann, wo ich mich bewegen möchte. Sie sind mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff dreimal geimpft worden? Zweimal. Wie ist denn Ihre Erfahrung gewesen? Was haben Sie bemerkt? Also nach der ersten Impfung habe ich nach ungefähr 10 Stunden schlagartig Schüttelfrost bekommen und Fieber und das ist auch nach weiteren 5 Stunden oder so wieder weggegangen. Es war tatsächlich genau so, wie die Statistiken das auch vorhergesagt haben. Nach so vielen Stunden kommen die und die Nebenwirkungen und dann sind sie wieder weg. Das war bei mir dann auch genau so. Nach der zweiten Impfung habe ich das viel abgeschwächter gemerkt oder sogar gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber nach der ersten Impfung, das war schon sehr stark. Dann war im Prinzip war das wieder weg und damit keine weiteren Nebenwirkungen. Dann habe ich aber in den letzten Monaten gemerkt, dass Symptome, die ich vorher schon hatte, viel stärker wieder aufgetreten sind. Also Bauchkrämpfe, Magenschmerzen, Verdauungsprobleme, Lebensmittelunverträglichkeiten. Und die Impfungen liegen jetzt schon 2 Jahre zurück, genau. Nicht? Ja. Und Sie haben dennoch zunehmend Beschwerden gehabt. Genau. Und ich habe die auch behandeln lassen, schulmedizinisch und naturheilkundlich. Und es hat alles nichts gebracht, gar keine Veränderung. Was haben Sie denn versucht? Was ist gemacht worden? Also ich habe zum Beispiel Infusionen bekommen, Eigenblutbehandlung gegen die erhöhten Entzündungswerte, die dann auch im Blut festgestellt wurden vor ungefähr 2 Monaten. Starke Erschöpfung wurde festgestellt und in Verbindung gebracht mit diesem Entzündungswert. Daraufhin hat der Hausarzt mir Prokain-Infusionen gegeben und eine Eigenblutbehandlung gemacht. Das heißt, er nimmt Blut ab, lässt das für 5 Minuten im Gefrierschrank und spritzt es mir dann wieder in den Muskel. Aber auch daran merke ich keine Veränderung. Keine Veränderung. Verschiedene Nahrungsergänzungsmittel von Selen über Vitamine, Zink und so weiter, die alle für eine bessere Energie sorgen sollen. Aber auch da ist nichts passiert. Das Problem ist, dass der Impfstoff eben in die DNA eingebaut wird von den Zellen und sich von dort nicht so einfach herauslösen lässt. Und Sie haben auch dann alternativmedizinische Methoden ausprobiert, glaube ich, Bioresonanz machen lassen. Ja, genau. Ich bin praktisch mit diesen Impfröhrchen direkt zur Heilpraktikerin noch am selben Tag hingefahren, weil ich ja wusste, ich will die Impfung eigentlich gar nicht haben vom Stoff her. Ich möchte nur meine Freiheit wieder haben. Sodass ich dann zur Heilpraktikerin gefahren bin, die das ausgeleitet hat mit einem Bioresonanzgerät und die auch spezielle Chloroli dafür hergestellt hat. Aber trotzdem kam ja dann diese Reaktion mit dem Schüttelfrost und Fieber. Sie haben sich müde gefühlt und
ja, man kann das auch als Chronic Fatigue Syndrom oder ja, Postwachs-Syndrom bezeichnen. Diagnostiziert. Mhm. Und also ich kann hier sagen, dass bei der Untersuchung vor 3 Wochen bei der Elektroakupunktur-Testung sämtliche Meridiane geschwächt waren. Und ich habe dann gesehen, dass eine Belastung durch die Frequenzmuster aus dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff und auch aus dem Graphenoxid und dem Parasiten Hydra vulgaris vorhanden war. Ich habe daraufhin eine Chipcard erstellt, wo alle drei über Frequenzen dann dem Körper zugeführt worden. Das haben wir 3 Wochen gemacht. Sie war heute hier sie ist hier. Und wir haben gesehen, dass alle Meridiane jetzt im Ausgleich sind und dass sie nur noch ein Problem mit dem Dünndarm hat, der durch einen Parasiten verursacht wird, was wir dann auch noch mit diesem neuen Chip jetzt wieder hinbekommen. Sie haben etwas Interessantes gesagt. Wie ist denn der Effekt durch die Frequenzen jetzt gewesen? Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie eine Besserung erfahren haben? Also es war tatsächlich so, dass ich an einem Mittwoch bei Ihnen war und ich habe freitagsabends im Bett gelegen und habe auf einmal gemerkt, dass es wie plopp gemacht hat, als ob irgendein Stöpsel sich gelöst hat und irgendwas Negatives endlich mal rauskommt, irgendwas kommt wieder in Gang, sodass sich das wirklich ganz bewusst angefühlt. Und ich habe auch meinem Partner gesagt, boah, es ist irgendwas passiert, was ich direkt wahrnehme. Und alle anderen Behandlungen vorher, die ich schon so lange mache, da hatte ich diesen Effekt nicht. Und ich lag einfach nur da und habe gemerkt, ach, jetzt kann ich plötzlich wieder lachen und es löst sich irgendwas in mir. Ja, das war wirklich ganz interessant, das wahrzunehmen, so bewusst, ja. Ja, vielen Dank. Das ist sehr interessant zu hören. Und wir freuen uns, dass wir eine wirksame Möglichkeit haben, um die Impfschäden auch nach 2 Jahren durch unsere gezielte Frequenztherapie zu beseitigen. Und danke Ihnen sehr für das Interview. Ja, sehr gern. Ja, also auch ein eindrucksvolles Beispiel. Interessant war, dass sich schon am 3. Tag gefühlt hat, dass sich da was gelöst hatte, nicht? Also es geht manchmal recht schnell. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, Mutter von 2 kleinen Kindern, dass die wieder in den Alltag zurückfindet. Ist halt schade, dass sie sich wegen einem Partner hat impfen lassen, einem neuen Partner, nicht? Das war, glaube ich, keine kluge Entscheidung. Noch ein paar Sachen. Das Graphenoxid ist ja schwer in Verruf geraten, insbesondere wenn es in den menschlichen Körper gelangt. Es gibt jede Menge an Therapien, die man machen kann. Das ist hier mal aufgelistet. Man kann aber auch gezielte Frequenztherapie machen. Man kann das also durch die Resonanzfrequenzen auch loswerden. Und ich habe damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Was für Voraussetzungen braucht man, um so eine Therapie mit Frequenzen zu machen? Also natürlich eine Patienteneinwilligung. Ein Therapeut, der sich hat bei uns schulen lassen. Und wir haben auf der Website des Theramedic.com auch Therapeuten, wenn man also nicht hier aus der Gegend kommt, dass man dann da einen Therapeuten heraussucht. Man braucht ein Frequenzgerät, ein BW2022. Wir haben vorne Geräte liegen, können sich anschauen, ein Programmiergerät und ein Therapiegerät. Viele Frequenzgeräte sind nicht geeignet und wir haben natürlich diese speziellen Chipcards mit den Datenbanken drauf, die wir verwenden, um verschiedene Keime, Impfstoffe oder was auch immer erfolgreich behandeln zu können. Die richtige Frequenzeinstellung ist wichtig, die Kontrolle, die Therapieüberwachung. Wir verkaufen diese Geräte nicht einfach so an die Öffentlichkeit. Wir verkaufen die Geräte wirklich nur an eingewiesene Therapeuten bzw. Patienten. Die Ausleitung
läuft, wie gesagt, über die gezielte Frequenztherapie. Es entsteht die Destruktion durch die Resonanz. Und bei aktiver Impfung dauert das in der Regel 3 bis 4 Wochen. Bei passiver Impfung Shedding 1 bis 2 Wochen. Die Anwendung findet tagsüber und nachts statt, ist völlig schmerzfrei. Die Tensklebeelektroden werden einfach auf dem Unterbauch und auf die Schulter geklebt und die Kabel mit dem Gerät verbunden. Das Gerät tut man dann in die Tasche und man wendet sich dann seinen Alltagsgewohnheiten zu. Also man muss nicht extra Zeit dafür verwenden, man macht es zu Hause. Kosten von dem Gerät 797 Euro, Zubehör ca. 200 Euro, Therapeutenhonorar zusätzlich. Ja. Ja, ich kann euch Filme empfehlen zum Impfen. Da gibt es bei YouTube Wächst 1, das befasst sich mit den Kinderimpfungen. Wir sehen, wie viele Impfungen so ein Kind ausgesetzt ist. Wächst 2, da geht es hauptsächlich um die Impfung gegen das HPV-Virus, das Gebärmutterhalskrebs verhindern soll. Und ja, ich will euch noch einen letzten authentischen Fall, Fall Honegger. Habt ihr vom Fall Honegger gehört aus der Schweiz? Wer kennt den? Niemand. Okay, in der Schweiz weiß auch niemand von RKI-Protokollen. In der Schweiz wird gesagt, dass die Schweizer Medien, die Bevölkerung wäre nicht interessiert an dem, was diese RKI-Files da preisgeben. Wir erfahren auch Sachen aus der Schweiz nicht, deswegen schlage ich jetzt mal eine Brücke. Also zwei Brüder, 9 und 11 Jahre alt, die tagsüber in einer Kita untergebracht wurden, wurden verdonnert, sich gegen Masern impfen zu lassen. Und es gibt es gab Widerstand von Seiten der Mutter und die Swissmedic ist eine Zulassungsbehörde und sie wurde gebeten, Auskunft über den Masernimpfstoff zu geben. Es brauchte Juristen, um die Swissmedic da dazu zu bringen, weil Swissmedic so ähnlich wie Robert Koch Institut auch eine öffentliche Instanz. Und die haben dann schließlich in englischer Sprache ein 100 Seiten Manuskript-Pamphlet rausgebracht, zur Hälfte geschwärzt, auch noch in Englisch, obwohl Englisch gar keine amtliche Sprache in der Schweiz ist. Und man konnte aber dann den ungeschwärzten Text finden und darin stand, dass die Herkunft Indien war. Der Besitzer des Pharmaunternehmens hat vorher Pferde gezüchtet, aber irgendwie bringen Impfungen wahrscheinlich mehr Geld, deswegen hat er dann das Fach gewechselt. Und interessant war aber, dass in diesem Inhaltsstoff Henrietta Lackszellen waren. Wer von Ihnen kennt Henrietta Lackszellen? 2, okay, 3, 4. Ja, sogenannte HeLa-Zellen, die wurden einer US-Amerikanerin entnommen, die 1951 mit 30 Jahren an Gebärmutterhalskrebs gestorben war. Sie hat also ein Kind bekommen, nach 3 Monaten Gebärmutterhalsabstrich auf Krebszellen untersucht, war völlig in Ordnung. Ein paar Wochen später bekam sie Blutung, dann wurde sie nochmal untersucht. Und man sah, dass sie voller Krebsgeschwüre war. Also der Krebs von der Gebärmutter hat sich ausgebreitet auf die Bauchhöhle, auf die Leber, auf die Lunge. Und sie lebte dann noch wenige Wochen und verstarb dann. Und diese Zellen wurden dann im Labor in eine Nährlösung gelegt und man hat gesehen, dass diese Zellen unsterblich sind. Und wenn Sie ein Labor haben, dann können Sie diese Zellen in den USA bestellen, können Sie die kaufen. Kosten ein paar hundert Dollar und können damit selber herumexperimentieren. Warum jetzt diese Zellen in den Impfstoff gelangt sind, ist irgendwie schwer nachvollziehbar. Weil diese Zellen werden, für den Umgang dieser Zellen werden besondere Schutzmaßnahmen empfohlen. Also man darf diese Zellen nicht einatmen, man darf sich nicht damit kontaminieren, weil es kam tatsächlich zu Krebsfällen mit den HeLa-Zellen. Die können Zelllinien übernehmen und dann in Krebszellen verwandeln. Und jetzt ist dieser Impfstoff im
Masernimpfstoff. Was haben wir in Deutschland? Eine Impfpflicht für Masern. Es ist also sehr schwierig, die zu umgehen. Und ich selber musste mich auch von diesem Impfstoff befreien. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen habe ich den Impfstoff in allen Patienten gefunden. Und dieser Impfstoff trägt leider dazu bei, dass ein Drittel der Bevölkerung an Krebs stirbt. Und ich finde, das muss auf den Tisch, das gehört untersucht. Und solche Bestandteile dürfen auf gar keinen Fall in Medikamenten drin sein. Und ich bin dafür, dass jeder sich selbst frei entscheiden kann, ob er eine Impfung haben möchte oder nicht. Es darf keinerlei Zwang dahinter stecken. Ja, ich komme jetzt langsam zum Ende. Wir haben Kursangebote in Wiesbaden in unserer Firma. Die können Sie über die Steramedic-Webseite www.steramedic.de aussuchen, anschauen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie nicht stets an Krankheiten, aber vergessen Sie nicht, Ihre Gesundheit zu schützen. Und zum Abschluss noch, es gibt von den Freien Heidelbergern eine Initiative in Wiesbaden. Das ist sicherlich interessant, dahin zu gehen, sich das anzuschauen. Impfopfer erst geleugnet, dann alleingelassen und zusammen mit der Ausstellung, wir haben mitgemacht, das sind also die Leute, die diese Impfung propagiert haben. Schulgasse, Ecke, Neugasse in Wiesbaden. Und das ist das Abschlussbild, ein Herbstbild vom Kurpark hinten in Wiesbaden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, es dürfen noch Fragen gestellt werden. Ich habe hoffnungslos überzogen, es tut mir leid. Aber ich habe gesehen, dass Sie alle sehr, sehr aufmerksam zugehört haben. Und Sie gehen jetzt mit einem Wissen nach Hause, mit dem Sie die Welt vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber es hilft Ihnen dann vielleicht auch, nicht ins offene Messer zu laufen, was da draußen lauert. Ich danke Ihnen. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ja, wenn jemand eine Frage hat, ich glaube, der muss ans Mikrofon gehen, ist das richtig? Also ans Mikrofon gehen und es können persönliche oder allgemeine Sachen sein. Ich fange mal an. Nachdem jemand sich herausgestellt hat, und zugegeben wurde, dass die Corona-Impfungen keine Wirkung erzielen sollten. Das war auch gar nicht die Absicht davon. Das wurde jedenfalls nur so öffentlich konstatiert. Kann doch nur der eigentliche Sinn gewesen sein, dass irgendwelche Schadsubstanzen in die Körper der gesamten Erdbevölkerung eingebracht werden sollen. Und Graphenoxid ist sicherlich einer dieser Stoffe. Was meinen Sie? Ja, sicherlich. Also es hat hier eine Umprogrammierung stattgefunden. Wenn Sie sich Menschen unterhalten, die geimpft sind, ich habe manchmal den Eindruck, die haben gar keinen klaren Verstand. Also, und sie sind aggressiv. Ja? Und zum Glück ist das aber reversibel. Also ich habe schon Fälle gesehen, wo die Leute dann wieder einigermaßen normal wurden. Ja? Dass da eine Absicht dahinter steckt, das ist offensichtlich. Aber wir haben die Möglichkeit, uns auch davor zu schützen. Und die habe ich Ihnen heute Abend vorgestellt. Ich habe zwei Fragen. Bitte. Das Mikro gehen, damit das alle hören können, bitte. Ich habe zwei Fragen. Also eine Frage, ich habe 10 Mitarbeiter
Und davon ist die Hälfte etwa geimpft. Und bei zweien habe ich auf alle Fälle, kann man Nebenwirkungen beobachten. Aber ich habe zwei Mitarbeiter, die sind topfit und gesund. Und wo ich denke, die haben vielleicht, wie erklären Sie sich das? Ja, kann ich erklären. Ich habe einmal eine Patientin aus dem Bundeswehrkrankenhaus gehabt, eine Krankenschwester von der chirurgischen Station. Und sie hatte 4 Impfstempel in ihrem Impfpass. Und ich untersuche sie und sie war völlig gesund. Also sie hatte nichts. Sie hat Placebos bekommen. Sie hat Placebos bekommen, ja. Das glaube ich auch wieder an. Okay. Ich glaube, wenn man alle mit bösen Chargen geimpft hätte, dann wären einfach zu viele umgekippt und das wäre zu schnell aufgefallen. Da wäre also wahrscheinlich der Verdacht aufgekommen, dass das doch nicht so in Ordnung ist. Okay, das vermute ich auch bei ihr, weil da ist nichts zu sehen. Eins zumindest. Okay, das ist die zweite Frage, hatte ich schon Ihre Kollegin gefragt, aber nochmal näher ran, Entschuldigung, so ist besser. Und zwar, ich habe eine Zeit lang, hat sich mein Herz total verändert, hat total laut geschlagen, ich bin nicht geimpft. Und ich bin manchmal nachts aufgewacht, weil mein Herz so gerast hat und ich konnte es mir nicht erklären. Und dann habe ich mir intuitiv ihren Elektrosmog Eraser geholt. Ich habe den reingesteckt und 2 Minuten später war mein Herz wieder normal. Das war echt total berührend. Und ich habe ihn immer noch, habe ihn jetzt auch im Büro und mir geht's gut. Und dann haben sich das Freunde ausgeliehen, weil die auch wissen wollten, ob das bei ihnen funktioniert. Und ich habe es beide Male zurückbekommen und die haben gesagt, nö, sie haben nichts gemerkt. Wie erklären Sie sich das? Ja, es gibt Menschen, die haben eine Elektrosensibilität. Wahrscheinlich gehören sie zu denen. Ich selber habe die auch und wenn ich immer irgendwo bin, dann habe ich immer diese Elektrosmog-Eraser dabei. Ich habe auch hier welche, da steckt einer in der Steckdose mit dem blauen Licht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und hier ist noch ein zweiter. Und man kann also mit einer Winkelroute erkennen, ob an einer bestimmten Stelle elektrische Felder sind, die das Wohlbefinden stören. Und das, wenn ich also irgendwo hingehe in ein Hotel, das allererste, was ich mache, ich hole die Winkelroute aus der Tasche und schaue nach Elektrosmog. Zu 99% ist er da und dann wende ich halt diese Stecker an. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Sind Sie Therapeutin, Ärztin? Nee, noch nicht. Okay, weil Sie sagten, Sie haben Mitarbeiter, denen geht schlecht und anderen geht es nicht schlecht. Und wenn die geimpft sind, dann können die, wie gesagt, entweder einen Impfschaden haben. Das Ausmaß kann unterschiedlich sein. Und wann der große Schlag kommt, das wissen ja die meisten nicht. Unter meinen Patienten sind auch Bestattungsunternehmer und die erzählen mir, dass sie sehr viele Fälle von Verstorbenen haben, die eigentlich nicht in dem Sterbealter gewesen sind. Und dann fallen die von einer Sekunde auf die andere um und sie klagen überhaupt nicht über irgendwelche Beschwerden. Also man wird richtig aus dem Leben herausgerissen. Ja? Also sitzt einer am Tisch, löffelt Suppe, und dann fällt der Kopf in die Suppe und der Mensch ist tot. Und die alle gucken, was ist das denn? Die dachten zuerst, dass das ein Witz ist, aber das ist todernst sowas. Ja. Also es ist ein Damoklesschwert, das über uns schwebt und wir wissen nicht, wann es runterfällt. Also die Leute, die eine Impfung haben, die haben einfach Roulette gespielt mit ihrem Leben. Vielleicht sind sie ja davon gekommen, ich weiß es nicht. Ja. Danke. Bitte. Ja. Also ich habe keine Frage. Ich wollte nur einfach sagen, zum Abschluss, Dr. Rastogni ist mein behandelnder Therapeut, behandelt mich schon seit mehr als 13 Jahren.
Ich nehme keine Medikamente. Oft findet der Impfstoff in mir, wie gesagt, Shedding. Das habe ich auch alles erlebt. Habe auch, dass ich, weil ich nicht geimpft bin, großes Mobbing erlebt. Also da war auch therapeutisch natürlich meine Stütze. Und ich muss sagen, also wer es nicht glaubt, ich bin wirklich der beste Beweis. Ich bin ja nicht mehr jung. Ich habe Herzrhythmusstörungen und so weiter und nehme wirklich keine Medikamente. Ich nehme Homöopathie, Schüssel, Salz und so weiter, aber keine Medikamente für Herz. Zwischendurch am Anfang mal genommen, hat er mir abgeraten davon. Und mit dieser Biofrequenztherapie hat er mich behandelt weiterhin. Ich habe großes Vertrauen in ihn und er weiß, was er tut. Er ist ein Menschenfreund. Das war mein Abschluss. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage zu den Ausbildungskursen. Oft ist es ja in einer Familie die Mutter, die zum Mann sagt, du musst jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel nehmen, oder zu den Kindern sagt, jetzt schluck mal hier eine Vitaminbrausetablette. Und könnte auch eine Familienmutter zu Ihnen in den Kurs kommen und diese Therapie lernen und dann ihre Familie selbst behandeln? Absolut, absolut. Ist auch schon mehrfach passiert, dass nicht nur Therapeuten zu mir kommen, sondern einfach nur Anwender. Ja, danke schön. Also ich habe eine Tochter, die ist, hat traditionell chinesische Medizin-Ausbildung und ist Heilpraktikerin für verschiedene Sachen. Der Kleine von ihr ist 3,5 Jahre und ist ungeimpft und sie ist in keinem Kindergarten untergekommen. Aber sie hat sich schon im Zuge ihrer Ausbildung natürlich mit Impfungen beschäftigt und für sie kam nie eine Impfung in Frage. Sie hatte nämlich genügend Probleme nach dieser Gebärmutterhalsimpfung, die sie als 11-Jährige gekriegt hat, weil es die Mutter so angeordnet hatte. Und sie wollte jetzt, weil in Deutschland ist ja auch kein einzelner Masernimpfstoff, so viel ich weiß, zugelassen oder erhältlich. Das sind doch, ist doch so eine 3er-4er-Kombi. Und sie wollte sich da das kommen lassen aus der Schweiz. Das macht also nach dem, was Sie da vorgetragen haben, heute ja keinerlei Sinn. Nein. Also im Moment ist der Kleine im Waldkindergarten, ist den ganzen Tag draußen im Kalten und Nassen oder so, je nachdem. Aber sie will auf keinen Fall in einen Kindergarten, wo sie eine Impfung nachweisen müsste. Ja, da empfehle ich einfach selber, einen Kindergarten zu gründen, wo dann Ungeimpfte hingehen können. Ja, deswegen habe ich es ja angeschnitten, weil es gibt ja viele, die bestimmt genau dasselbe Problem haben, ja, mit ihren Kindern. Und die wissen aber nicht, was sie ihnen antun. Also das war für mich jetzt ganz erschreckend, dass man bei Masern sowas findet. Ja. Ja. Gut, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Noch eine Frage, eine letzte, ja. Laut, kann ich jeder verstehen? Ja. Sie haben ganz viel über Impfung gesprochen, aber Ihre Frequenztherapie hilft auch nicht nur bei Bakterien, oder was ist das Spektrum? Also hilft es auch bei Muskelverzerrung? Ich habe keine Ahnung. Also wenn man Knochenbruch hat oder eine Muskelzerrung, da wird das natürlich durch Gips oder durch Schiene oder durch Operation repariert. Man kann mit dem Gerät einen Galvanostrom einschalten und dann heilt die Wunde und der Bruch viel schneller. Die Ärzte sind immer erstaunt, dass der Bruch dann schon nach 2 Wochen so abgeheilt ist, wie normalerweise erst nach 6 Wochen. Und auch Verbrennungen reagieren sehr gut auf die Frequenztherapie. Also es gibt da viele Möglichkeiten und es ist einfach etwas, was jeder Haushalt haben sollte. Jeder Arzt sollte damit arbeiten und wir hätten dann eine viel gesündere Gesellschaft als das, was wir jetzt haben. Wir haben ja nur noch chronisch Kranke und die schlucken eine Pille nach der anderen und keine macht die wirklich gesund. Noch eine Frage, dann, ich glaube, dann machen wir Schluss.
Ich habe nicht unbedingt eine Frage, aber ich bin auch Patient bei ihm. Und weil jetzt hier die Frage kam, was man behandeln kann, er hat bei mir die Schilddrüse behandelt. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion gehabt. Das hieß, der Wert war erhöht, definitiv. Das habe ich seit 15 Jahren gehabt. Und er hat gesagt, er kann das damit behandeln. Und ich bin, auch heute verstehe ich es noch nicht und war auch sehr skeptisch. Und da habe ich ihn gefragt, ob dann der Wert runtergehen müsste, dass er im Normalbereich ist. Sollte so sein. Und dann habe ich vorher den Wert genommen. Er war die letzten 15 Jahre immer erhöht. Das war er auch da. Er hat 2 Wochen Frequenzen angewandt. Die habe ich akkurat gemacht und bin nach 2 Wochen wieder in das Labor. Und tatsächlich, der Wert der Schilddrüse war im Normalbereich nach 15 Jahren. Also das ist... Danke. Ja, so macht Medizin wieder Spaß, wenn man dann diese Rückmeldung bekommt, nicht? Okay, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen guten Heimweg und ganz, ganz viel Gesundheit und ja, passen Sie auf sich auf. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Sehr auch.